Hallo und herzlich willkommen bei Hooked Live. Ich bin Tom, neben mir sitzt der Mats. Und wir spielen heute eine Runde Dragon's Dogma 2, nachdem das in der letzten Woche erschienen ist. Mats hat es selber noch nicht gespielt. Du hast schon dir ein bisschen was angeguckt dazu. Ja, ich muss aber dazu sagen, Tom, bevor wir anfangen, ich möchte noch ganz kurz erstmal Hallöchen. Mir ist aber auch völlig klar, warum ich eingeladen wurde, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Oh, was, wieso? Jetzt nicht, weil ich ein ganz großer Experte im Dragon's Dogma-Dings in diesem Spiel bin oder weil ich Robin so gut ersetzen kann oder so. Ich wollte nur sagen, mir ist das durchaus klar und wir müssen nicht drüber reden, aber ich biete es ja natürlich nur an, weil ich ja tatsächlich, jetzt muss ich sagen, einer der ganz wenigen Menschen weltweit bin, ich möchte was sagen, wahrscheinlich unter 100, die gestern die weltweite gleichzeitige Premiere der neuen Nickelback-Dokumentation Love to Hate live tatsächlich im Kino miterlebt haben. Wir waren mit 15 Personen im Kino und das ist okay, dass man mich einlädt, wenn man unterschwellig sich nicht traut zu fragen. Wie war's denn? Dass du mich fragst. Na gut, also ich rede ungern drüber, aber ich muss tatsächlich sagen, also ich würde gerne sagen, das ist eine der besten Banddokumentationen, Musikdokumentationen, die ich in meinem gesamten Leben gesehen habe, die Nickelback endlich mal die Tiefe bringt und gönnt, die man dieser Band als eine der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten, muss man sagen, über 50 Millionen verkauften Tonträgern, auch mal gegen war. Das würde ich gerne sagen. Ich muss aber leider sagen, es ist eine relativ mittelmäßige, zum Teil extrem oberflächliche, nicht sehr tiefgehende Dokumentation über 100 Minuten mit schlechtem Sound über eine Band, die mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern ist nicht in der Lage war, eine Dokumentation zu machen, die über das hinausgeht. Das wollte ich sagen, ja. Okay, Abgesehen davon war es ein netter Abend. Ja, schön. So, und wie kriegen wir jetzt den Bogen wieder zurück zu Dragon's Dogma? Dragon's Dogma ist auch so ein bisschen quirky. Wie viele Millionen Mal hat sich der erste Teil verkauft? Oh, weiß ich gar nicht. Ah, nicht so viel, ne, wie Nickelback. Also ganz am Anfang war es nicht so erfolgreich. warum steht hier überhaupt nur Dragon's Dogma? Wo ist denn da die zweite? Ja, das kann ich euch mal zeigen. Ja, das ist nämlich so ein Ding, im Spiel selbst wird Dragon's Dogma immer nur als Dragon's Dogma bezeichnet. Wissen die das, den zweiten? Also das ist ein ersten Teil? Das weiß ich auch nicht so ganz. Okay. Haben wir das damals released? Keine Ahnung. Ach, das haben wir rausgehauen. Also der Plan ist heute, Mats Speicherstand anzufangen, weil der gute Mats hat das halt noch nicht gespielt. Mats, hast du überhaupt mal den ersten Teil gespielt? Nein. Gar nicht? Nein, das Einzige, was ich kenne, sind irgendwelche komischen Songgeschichten zum Beispiel. Das ist alles. Ja. Der fehlt hier leider. Der fehlt. Ach, da hätten wir die Parallele ziehen können tatsächlich. Ja, stimmt. Nickelback hätte den Song machen können. Oh, stell dir das vor. Stell dir das vor. Gonna be a dragon in the sky. Look at this dragon. Look at this photograph of a dragon. Finde ich gut, ja. Und deswegen dachte ich mir, es wäre doch mal ganz schön, mit Mats hier das anzufangen, weil ich habe mal nachgeguckt, es ist fast genau 2 Jahre her, also 2 Jahre und ein paar Tage, wo als wir Elden Ring angefangen haben, im Stream zu spielen. Und da haben wir 2 Streams gemacht, wo wir Elden Ring gespielt haben für jeweils so 3 Stunden. 2? Genau, wir haben das 2-mal im Livestream gemacht, irgendwie aufeinanderfolgenden Wochen. Und das spielst du ja gerade privat. Das spiele ich gerade privat ganz alleine für mich heimlich, wenn keiner guckt. Ja, also in 2 Jahren kannst du dann Dragon's Dogma 2 weiterspielen mit dem Save, den du jetzt machst. Da will ich irgendwann mal, meine Kinder werden irgendwann mal spielst so eine. Hast du noch Bertha? Wie hieß sie? Dein Charakter in Elden Ring oder hast du neu angefangen? Bertha, dass du dich an. Also, das ist ja ein Kompliment. Ich hab's mir ja nochmal angeguckt, deswegen. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, du hast. Weil ich hab das gesehen und dachte, Bertha? Und dann dachte ich, Bertha. Und dann habe ich das angemacht und bin bei dem Boss, vor dem wir aufgehört haben, 4-mal gestorben und habe einen neuen Charakter angefangen. Ach so. So war das nämlich. Ja, aber den gibt's noch. An Bertha lag das aber nicht, möchte ich sagen. Nee. Ich wollte einfach von vorne, weil ich nichts mehr konnte. Ich wusste nicht mehr, welche Knöpfe unten sind. Naja, mal sehen, wie das jetzt laufen wird. So, lass mal anfangen mit Dragon's Dogma hier. Schön. Ja. Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, dass wir nicht so richtig online sind gerade. Das stimmt. Wir haben am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt. Ich weiß auch nicht warum, weil Mats Account wollte sich aus irgendeinem Grund nicht online verbinden. Das heißt, wir spielen das Spiel dann halt im Offline-Modus, was aber erstmal nur einen Einfluss hat aufs Pawn-System oder Vasallensystem. Der Amelie schreibt gerade, geht es jetzt? Ich habe sie 2-mal gefragt, ob die Xbox an ist und sagte, nein. Nein. Nee, Amelie, wir hatten so ein ganz spezifisches Problem. Ja. Also wir kommen schon in Mats Account rein, aber aus irgendeinem Grund kann er nicht Dragon's Dogma online spielen. Ja. Und wir wissen nicht warum, weil wir haben extra nochmal gecheckt mit Game Pass Ultimate und den ganzen Ich habe extra Geld investiert. Geld für alles. Hat irgendwie trotzdem nicht wir können auch einmal probieren, was passiert, wenn ich jetzt auf Option gehe.
warum sieht denn das alles aus wie ein Spiel von 2006? Was, wieso? Ich finde hier diese ganzen Hintergründe, das ganze Menü, das sieht alles so... Ist doch ein Schick. So, guck mal an. Netzwerkfunktion ist sogar an, aber trotzdem hat er uns ja vorhin gesagt... Ja. Vielleicht die Datenverarbeitung ausmachen. Warte mal, bevor ich hier irgendwas klicke. Ach Mann, Mats. Ja, ich weiß, das war ein Scherz. Busy, ja, die Fix-Camera-Mod kenne ich. Habe ich Mats sogar auch schon verlinkt für Resi 2. Wenn wir endlos Zeit hätten, würden wir das sicherlich auch mal spielen, aber ich würde erstmal nicht damit rechnen. Ich würde mit gar nichts mehr rechnen, das ist sowieso. Vielleicht anyway, mal bei Mats im Stream oder so. Nickelback. Das war tatsächlich ganz okay. Willst du den Frontsänger von Nickelback bauen als Charakter? Ja, oh, oh, kriegen wir so Spaghetti hier hin? Ich glaube ja. Wieso sind denn die Netzwerkeinstellungen unvollständig? Ja, das verstehe ich nicht, weil das ist dann an deinem Account irgendwas, was nicht richtig ist. Aber wie kann denn an meinem Account auf deiner Xbox? Das weiß ich gar nicht. Mach mal nein. Ich will noch einmal probieren. Er sagt ja, die Netzwerkeinstellungen sind nicht unvollständig. Warte. Ah, jetzt hast du einfach alles weggedrückt. Überhaupt gar nichts weggedrückt. Da. Geht. Man kann das Spiel problemlos offline spielen. Das ist wirklich gar nicht so das Ding. Ach, siehst du. War es französisch? Danke für den Hinweis, Cantina Band. Genau, direkt mal am Anfang. Für Leute, die uns supporten mit 5 Euro auf Steady und auf Patreon. Es gibt eine Umfrage, die wir rausgeschickt haben. Könnt ihr euch auf Patreon und Steady angucken. Wo wir mal fragen nach Formaten und Erscheinungsfrequenzen und den ganzen Kram. Schaut euch das mal bitte an, falls ihr supportet. Das wäre super lieb. Danke für die Erinnerung, Cantina. Das war doch keine Geige, was er da gerade in der Hand hatte. Und danke für die ganzen Subs. Aber echt, ey. Da stimme ich dir zu, Dobsy, aber ich will es jetzt halt nicht, ich weiß halt nicht, woran es gerade liegt. Es ist nicht so, dass wir es nicht können. Doch, also, ja. Ist er ein Dragon? Nee. Also ich hoffe, das passt so in einem Tonchat. Wenn die Action startet, mal ein bisschen leiser. At last! The bell has tolled on the age of the console. At last! We may celebrate the coming of our rightful ruler. Endlich. The return of the sovereign. Hurra! Oh ja! Hörst du im Hintergrund so. Daumen hoch! Such an inspiring visage. This is how you remind me. Ihr seid der König. Also ich habe euch nicht gewählt. Ich werde unterdrückt. Guck mal, wir haben sogar ein Glas. Ist das für uns? Nee, ist ein Becher auch, ne? Was ein Thron. Die sehen immer wahnsinnig unbequem aus. Sind sie wahrscheinlich auch. Da. Geil. Kampai. Behold. Before you sits the rightful inheritor of the Dragon Throne, chosen by the dragon as its enemy. Behold and rejoice. Fortune has delivered us our savior at last. Frohlocket ist schön. Überhaupt geschille, schöne Wörter, die man mal wieder öfter benutzen sollte. Yep. All hail the sovereign! All hail! Let all present pledge your allegiance to the sovereign. Let us be united in the hope that our liege's reign will never end. Long live the sovereign of Vermont! Long live the sovereign! Arisen. Oh no. Arisen. Slay the dragon. If thou seekest to behold this world in its true aspect, abandon thy reason. Stell dir vor, in dem Film müssen die einfach alle so tun, als wären sie eingefroren. Ja. Und stell dir vor, du schon beim Hochheben merkst du, dass sie die Nase juckt und weißt, okay, das ist eine 50 Millionen Dollar Produktion. For naught but thine ambition can alter the course. Ich glaube, dem König geht's nicht so gut.
Ausgrabungsstätte Kerker? Ja. Ist das eine Kombi-Ausgrabungskerker? Was? Montag bis Donnerstag graben wir aus, Freitag bis Sonntag sperren wir ein. Das ist halt direkt die Arbeitskraft, die. Wenn sie lange genug eingesperrt sind, werden sie irgendwann wieder ausgebuddelt. Schöner Stab. Mm. So, Mats. Now, which one of you was it? No need to be shy. Die haben alle so sehr kurze. Obwohl Leder ist teuer wahrscheinlich, ne? Come on, step forward. Du kannst entweder einen Gefangenen. Nein, nein, nein. Es sei denn, da ist ein so, das ist selber machen, warte, ich guck mal. Huch, das ist ja auch geil. Ja, du kannst in eine andere Zelle quasi gehen und dir die Gefangenen dort angucken. Ach. Ach, jetzt verstehe ich diesen Swoosh, ja. Das ist auch neu in Dragon's Dogma 2, dass man Beastrin, also diese... Die sehen super weird aus. Die Khajiit hier spielen kann. Ach, das ist okay. Oha. Tja, wer war's? Nein, wir bauen natürlich jetzt die nächste Stunde. Ich versuche, dich da ein bisschen schneller durchzubekommen, als eine ganze Stunde zu bauen. Ja. Aber so, da geht's schon los. Ich würde sagen, ich mach mal so. Okay, der ja, es ist eher so. Gesicht. Soll ich dir ein Bild aufmachen? Nein, also Entschuldigung, als müsstest du mir vom Liedsinger von Nickelback ein Bild zeigen. Hätte ja sein können, du willst das sehr akkurat machen. Chad Kröger, gestern noch recherchiert, der hat wohl zwei Kinder, aber von denen weiß man nichts. Na, scheinbar ja schon. Nee, der woher Wikipedia weiß das, aber die Dokumentation wusste da nichts von. Ach so. Der hat keine Kinder, wir wissen nichts von dem. Okay, wir nehmen also, was ist, ich würde fast sagen, ja, damit können wir erstmal arbeiten. Ja, es ist nicht so einfach. Ich würde sagen, damit arbeiten wir erstmal. Ja, da gehen wir auf jeden Fall in den Basiskorb. So. Ein Elf. Also ich bitte dich, also sein wallerndes Haupthaar früher hatte immer was sehr Elfen. Also der würde einen guten Elfen machen. Jetzt müssen wir nur Gesichtsform, vielleicht eher ein bisschen eher sowas. Ich hab den nicht so genau vor Augen, muss ich sagen, dass ich das jetzt aus dem Kopf machen könnte. Wenn Amelie hier wäre, Amelie Super-Recognizerin, die würde sofort sagen, ja, wir machen ihn ja, wir müssen ihn weiter anpassen. Ach, wir machen shit. Seinen entfernten Cousin. Wir machen den Nachbarn. Den Nachbarn von, wie heißt er? Chad Kröger. Chad Kröger. Das ist ein Bruder, Mike Kröger, spielt Bass in der Band. Und der hat einen Schlaganfall, das wusste ich gar nicht. Oh. Der ist einfach umgekippt. Detaillierte Anpassung, was gibt's denn hier so? Kopf, Oberkörper. Also Haare müssen wir halt machen, ne? Das ist klar. Kopf, Horn, Augenbahn, Nase. Ja, eins weiter noch, dann sind Haare, dann, falls du damit anfangen willst. Wir fangen erstmal mit den Haaren an. So, 44. Da, guck mal, wie, also wenn das nicht ein, kannst wie suche ich hier ran? Reitträger. Genau. Das müsste offen sein. Löckchen. Du kannst auch einmal draufdrücken noch, dann kriegst du eine andere Ansicht. Also wenn du jetzt nochmal A drückst. Ach so, hier, ja, sehr gut, warte mal. Kriegst du eine Übersicht. So. Matters, wise man. Matters, poor man. Being like a blind man. This is how you remind me of the lead singer of Nickelback. Ja, ist schwierig. Also wir brauchen auf jeden Fall Locken. Hier gibt's nicht so viele Locken. Das ist schon mal für mich nicht mehr ein großartiges. Da. Daran wird dieser Character Editor gejudged, wie sehr ich meine Traumvorstellung von dem Lied nehme. Ja, also ich befürchte. Nee, so. Der hat mittlerweile auch kurzes Haar, das ist nicht mehr. Aber Amelie schreibt, der ist auch schlaksiger und hat ein langes Gesicht. Ja, schreibt Amelie? Okay. Ja. Aber das bringt ja nichts, wenn wir die Haare nicht hinkriegen. Wir nehmen jetzt die hier. So, aber Farbe ist auf jeden Fall. Das ist der Ansatz. Du machst halt Spitzen und Ansatz machst du separat. Kannst aber auch. Jawohl. Farbverlauf. Ja, schon so ein bisschen.
Er guckt schon mich schon so ein bisschen an, als würde er gleich einen Welthit schreiben. Ja. Position Glanz. Die glänzen immer schon sehr. Oh ja. Ach, guck mal. Da möchte man noch gleich. Okay, perfekt. So, Schlacksiger. Ansatz dunkel, dann blond gefärbt. Nee, Mats, ich kann das alles nicht. Sagt Amelie. Was? Ansatz dunkel. Das ist hier eine Idealvorstellung. So, ist schon, aber. Bihun sagt Name, Krök Cheddar. Oh, den Käse würde ich gerne mal bestellen. Oh, den. Entschuldigen Sie, hätten Sie vielleicht auch noch ein bisschen Krök Cheddar für mich? So. Das Gesicht sagt sie. Guck mal, aber hier Länge. Ja, ist doch super. Ja, das ist es doch. So, da brauchen wir jetzt erstmal noch einen Bart, sonst kann man ihn gar nicht wiedererkennen. Bart. Das ist schon. Was ist denn so ein Goatee? Ja, er hatte so ein Goatee-Ding, aber. Es ist schon. Ja, sowas ist so ein. Nee, ja, schwierig. Das ist natürlich, welche Zeitepoche nehmen wir, ne? Nehmen wir damals oder nehmen wir heute? Es ist nicht so einfach, Tom. Das weiß ich auch nicht. Ich hätte auch, also ich habe mit vielen gerechnet heute, aber nicht, dass wir in Character Editor versuchen, den Frontmann von Nickelback zu. Der heißt? Chad Kroeger. Siehste, da hat es sich doch schon gelohnt, dass ich gestern 13 Euro für diese Karte ausgegeben habe. Ich wollte kurz Krök Cheddar sagen. Krök Cheddar finde ich ja viel besser. So, wir machen was auf. Die Augenbrauen müssen wohl gerader. Ja, die Augenbrauen müssen gerader, ich weiß, aber es ist doch auch alles nicht so einfach. Ich hätte mir Amelie einladen sollen. Ja, hättest du wirklich. Falsch gemacht. Ich habe mich auch gefragt, warum du mich nicht hinter. So, guck mal, das ist jetzt einfach so. Die Augenbrauen gerader vom. Zack. Wir wollen ja auch noch was sehen. Das Problem ist, dass er sehr grimmig guckt. Das ist das Problem. Das Gülden. Dicke. Ja, so. Okay. Bart lasse ich so. Ich sehe gar keine Augenbrauen. Die sind aber da. Guck, da sind. Weil die so gülden sind. Ja. Sieht aus, als wären gar keine Augenbrauen. So, Körperbehaarung. Ich habe ihn nicht nackt gesehen. Das ist aber jetzt an educated guess. Ich gehe davon aus, dass sein Körper. Gibt kein Gameplay heute, ja. Das ist. Entschuldigung, wenn das kein Gameplay ist, wofür. Was erwartet ihr? Das gehört vielleicht dazu. Ja, ja. Okay. Kann man hier Ohrringe machen? Ich muss ihn mir mal selber angucken, das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaub, geht nicht so aus. Tattoos kannst du machen. Kopf, Basis, Kopf, Augen. Eine Badenklasse wäre natürlich richtig gut. Mund, Kiefer. Ich möchte. Ja, du machst so frühe 2000er, Chad Kroeger. Ja, ja. Ne? Siehst du, ja. Aber dieses Curly Hair, das fehlt mir wirklich. Ja, und er hat wirklich da so einen Verlauf eher drin, eigentlich. Und auch eigentlich nicht so einen geschwungenen Schnäuzer. Ich weiß. Aber immer wenn ich von ihm träume, immer wenn ich mir vorstelle. Okay, was hat er denn? Hier, Geh mal weiter nach oben, da gibt's doch so einen ganz normalen. Hier, da einfach so ein Ding. So ein oder so ein? Ja, so ein? Eher so ein. Ja, gut, so ein hat er auf jeden Fall so. Ich meine, es ist nicht verbunden bei ihm. Ich weiß jetzt nicht, ob es was gibt, wo es. Das ist es bei mir auch nicht. Wir haben so viel gemeinsam. So akkurat muss es ja nicht sein. So, Farbe. Warte, Spitzen waren dunkler oder was habt ihr gesagt? Eigentlich schon. Eigentlich geht's. Nee, andersrum. Naja, guck mal, hier ist so ein Verlauf drin und es wird zu unten hin eigentlich dunkler. Sowohl Ansatz als auch Spitzen sind dunkler als die Mitte. Ich glaube, das kann so man so eher nicht nachstellen. Doch, natürlich, guck doch. Und jetzt müssen wir einfach nur den Farbverlauf quasi. So, und jetzt müssen wir den. Ach, kann man das. Ja, so ein bisschen. Das ist der Glanz, den du gerade. Ja, das ist jetzt der Glanz, aber hier habe ich den Farbverlauf gerade verschoben. Ah ja, stimmt. Also das geht schon. Stimmt, so. Dann ist es ja auch in beide Richtungen. Ja, ja. Aber wenn jetzt diesen eigentlich, Dupp, wir bräuchten wirklich, wir brauchen wirklich dann, wenn du, so die, wenn du die Curls, auf die Curls verzichten kannst, würden wir auf so eine. Ach, Tom, da würdest du. Na, ich sag ja nur. Weil ja, ich würde dir zustimmen, dieser. Okay, aber dann vielleicht Look. Sowas? Nee. Sowas? Nee. Auch nicht? Es gibt doch richtig offene Sachen. Scroll doch mal ein bisschen rum. Ich scroll einfach mal ein bisschen rum. Wow. Puff. Aber hier gibt's nicht so. Jetzt wollte ich gerade. Ja, aber da, guck mal, das rechts oben gerade. Ja, das stimmt. Das kommt dem dann schon ja, näher. Ja, das kommt oder? Dem schon sehr näher. Da hast du recht, ja.
Aber das Gesicht finde ich gar nicht so verkehrt. Es ist und relativ Honien-Salat, definiert. Salat sagt Haare 32. Was waren die 32? Ja, das ist halt ja, so red. Das ja, ist genau, nicht, es ist nicht so ganz das, aber das, Die, doch, so eine Frisur hat er, glaube ich, auch mal. Er ist schon etwas so ein bisschen kürzer. Ja. Was machen wir hier? Wie, was machen wir hier? Du hast mich eingeladen mit dem Wissen, dass ich gestern welche Klasse Chad Kroeger wäre. Na, wenn es Bade gibt, ist er Bade. Nee, ich nehme die nicht. Hier, das ist gut. Ich wurde gerade im Chat auch schon gefragt, gibt es einen Bade? Ich hätte... Oder wenn es einen gibt, habe ich ihn noch nicht freigeschaltet. Sommersprossen, Wangen, Lippenzähne. Erste war besser. Achso, ja, nee, die war besser, ja. Die hier? Ich glaube... Das die ist gemeint? Amelie. Ja, ich glaube... Ja, die passt schon ganz gut. Okay. Ich würde sagen, näher kommen wir jetzt in der... Also, ich könnte mich jetzt hier noch stundenlang... näher kommen wir nicht. Obwohl, welche... Was für eine Augenfarbe hat er denn? Das muss ich habe ein Bild mit einer Sonnenbrille, warte kurz. Ja, hat er richtige Augen? Ist eher so blau, ne? Ist so blau-grau. Blau-grün, blau-grau. Was ist das Iris? Blau-grau-gelb mit so einem Schussgrün, Mausgrau. Das ist eigentlich schon nah genug dran. Ja. Sieht doch tatsächlich ganz gut aus. Okay. Und Pazifista wünscht sich Zac Efron, finde ich auch schön. Okay, that's it. So, wie komme ich jetzt hier raus, ohne alles kaputt zu machen? Wir können die entfernten Cousins von ganz vielen. Also den Bart musst du noch farblich anpassen, ach, ja, meint stimmt, Amelie, der Bart sonst. Muss noch, sonst ja. Kann Amelie nicht schlafen. Ärger, wenn du nach Hause kommst. Bart, Farbe. Achso, aber der war dann allgemein eher dunkler, ne? Ja, genau. Also, ja. Weil der hatte sich das ja gefärbt, dann ist es eher so. Ist bräunlich. Ja, so ein Braun, genau. Ja, so genau, was. Sowas passt doch. Ja. Und hat sich den Bart auch gefärbt? Ich weiß es gerade nicht. Wer weiß. Wir wissen es nicht. So, abschließen. Laufbahn. Oh, Stimme. Ich erwarte Laufbahn einiges dann. Laufbahn heißt das hier? Ich habe, okay. Was gibt es denn noch bei detaillierter Anfassung? Ach, das ist das, okay. So, Laufbahn. Jetzt kommen wir zum Mal wieder raus, damit wir nicht nur seine Stimme. Ich finde das hervorragend. Obwohl, warte mal, geh noch mal eins zurück. Eine Sache müssen wir noch machen bei detaillierter Anpassung, die ist wichtig. Ja. Und zwar, wenn du hier Körperhaltung kannst du nämlich einstellen. Körperhaltung ist noch wichtig, weil du kannst dir den Bewegungsstil einstellen und wie gebeugt er geht und sowas. Das ist sehr lustig. Also wirklich einen Unterschied sehe ich gerade nicht, aber... Ja, ist halt eher so dieses oder eher so ein nach vorne geneigtes. Die anderen sind dann auch nochmal wichtig. Ist schon sowas, eher auf jeden Körperhaltung Fall. Ist aber das Beste, was du einstellen kannst. Ja. Genau, der ist eher so breit unterwegs. Der ist auf jeden Fall breit unterwegs. Ja, genau. So, und jetzt. Ja, das ist doch mein Chat. Na, dadurch, dass er immer diese Gitarre ihn immer so nach vorne zieht, entwickelst du natürlich harte, ja, krass Gegenmuskeln. Stimmt, wenn er die dann nicht hat. Ja, da läuft man natürlich so. Die andere Extreme ist auch krass. Wenn man 50 Millionen CDs verkauft hat. Läuft da, wenn er sauer ist. Aber ich mochte das andere sehr gerne. Ja, das ist schon eher das. Auf jeden Fall. Doch, da sehe ich ihn. So. So, und Stimme. Laufbahn haben wir noch nicht. Wie er sich jetzt so nach hinten geht. Laufbahn haben wir noch nicht. Naja, was ist er? Ist schon eher ein Magier an der Gitarre. Ja, Dieb auch. Dieb auch irgendwie. Weil er sehr diepe Songs macht, aber es ist eher... sehr gut, Mann. Ja, gerne. Ah, schön. Ja, es ist schon eigentlich auch, also ein Magier auf jeden Fall, wenn man ihm eine Gitarre geben kann. Dieser Kopf passt überhaupt nicht zum Körper. Das tut mir echt jetzt schon in der Seele weh. Ich habe ihm zu wenig Muskel gegeben. Ich müsste ihm ein bisschen mehr... Es ist schon deep. Ich würde mal deep sagen. Zu schnell für euch. Also ja. Entscheide dich vielleicht auch mal wirklich danach, was du spielen möchtest. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich eher Kämpfer. Obwohl andererseits, ich finde Magier, glaube ich, spannend. Weil was ich von dem Spiel gesehen habe, es explodiert immer eine ganze Menge. Und da bin ich dabei. Man ich kann das Magier ja auch machen. Wechseln, relativ so, schnell. So, Stimme. Also das ist keine Quer-Tasche. Das ist aber gleich umkippt. Ja, tu doch auch ohne Gitarre. Wow. Einfach hochgepitcht? Ja. Look at this photograph. Ja, ist, glaube ich, schwermütiger Soldat auf jeden Fall eher. Ich meine, das hört ihr jetzt gerade nicht viel.
Wir nehmen den. Ich schließe im Moment. Ich muss einmal noch mal ganz kurz den Körper. Nein. Warte mal. Einmal noch ganz, ein ganz kleines bisschen mehr. Was denn? Größer machen? Ja, schon viel, viel Muskeln. Das erstmal optisch. Muskulatur. Ja, passt schon. Okay, ich bin fertig. Na dann. Drücke auf Abschließen. Spitzname. Was haben wir gesagt? Krug Cheddar. Mit Ü oder Ö? R-O-E wäre es. Also R-O-E-G. Ja, oder? Gut. Ja. Einfach nur Krug. Krug ist auch Krug. Oh Gott. Wir machen mal gesundes Mittelmaß. 30. Na, machen wir 35. Ich glaube, der ist jetzt aber. Nee, der ist schon älter. Ich glaube, der wird jetzt 50 oder so. Ja, gut, aber wir haben ja nicht die jetzige Version. Ja, stimmt. Wir spielen den quasi am Anfang. Warum? 999. Stirbt man irgendwann? Ich weiß gar nicht, warum man so viel machen kann, aber. Wir fangen mal mit 24. Du bist halt ein Arisen. Spitzname kannst du noch einstellen: Lucetta? Ach so, das ist dann A. Das glaube ich einfach, falls du was ausgewählt hast, das anstößig ist oder so. Chat. Ja. Perfekt. Krug Chat. I love this game. So, weiter geht's. Guck mal. Er ist 1,85 groß, aber das können wir bestimmt noch aufdingsen. Gar nicht so lange gedauert. Nee, aber ich habe mich auch wirklich reingehauen. So. Das gemerkt. Weiter. Ja, die Dialoge laufen ja nicht automatisch, deswegen. Es gibt ganz so ein Soundboard, wo wir die ganze Zeit so Nico Beckenslings einspielen können. Letzte, ne, ich muss sogar lesen, von Amelie. Bailey ist ausgenockt und verdauend schlafen, alles gut. Bailey hat heute, also unsere neue Katze, neu in Anführungszeichen, hat sehr, sehr viel gebrochen heute. Während ich versucht habe, nebenbei noch meinen Job zu tätigen zu Hause, hat sie mehrfach auf den Teppich gebrochen, in immer schönen Abständen. Das war nicht schön, aber jetzt ist es gut. Danke, hat sie immer gewartet, bis du es sauber gemacht hast? Ja, das auch. Ja, ja. Ich, dann nochmal. Ach, das ist nicht schön. Gerade wenn sie frisch gefroschen hat auch. Poor thing. Mein Todes. Ja, ja. God damn it, I love this guy. Das ist ja wirklich, also die Körperhaltung macht's halt viel. Ihr bleibt hier. Guck mal, ich gehe jetzt hier raus. Tschüss. Oh, hier kommt Krug. Hier kommt Krug. Ich muss jetzt wohin? Hier kommt der Krug. Der redet von sich selber auch in der dritten Person auf jeden Fall. Ey, Stadion spielen heute. Kann ich hier rein eigentlich? Du kannst auch mit denen noch reden, aber es bringt dir nicht viel. Ist aber nicht gut abgeschlossen hier. Ja, willst du bei meiner Band mitmachen? Ich rekrutiere gerade. Oh, das wärst du, suchst dir im Internet Pawns, die alle passen zur, ja, zur Band. Das wäre vor allem mit vier Leuten, das ist wirklich eine Band. Da müssen wir mal überlegen, ob wir den ersten, den zweiten, den dritten oder den vierten Schlagzeuger nehmen. Ich wäre für den letzten. Das ist wirklich super. Ist auch wichtig, sich Charaktere zu machen, mit denen man sich identifizieren kann. Absolut. Wie ist das, so Multimilliardär zu sein? Das Loch. Ist das eine Schnecke? Was ist das? Ja, aus wie eine Schlange. Ist da hing? Das war so wie so eine eingenetzte. Track my life, a fortune and fame, and even play Dragon's Dogma and change my name. Das ist sehr gut, because we all gonna be, need it, I just wanna be Dragon Slayers. Ich hab nicht so ganz aufgepasst. Also, wir sind jetzt hier und tun uns aus dem Knast raus. Ja, na, erstmal wollen sie dich zum Arbeiten bringen, deswegen musst du denen da folgen. Ja, ja, klar. Ich kann aber nicht viel. Das sag ich dir schon, wie es ist. Hi, Rocket Raccoon. Nein, nein. Der sieht aber auch aus wie aus irgendeiner Band. Naja, können wir gleich anfangen. Tis harsh beyond measure. Even we pawns are pushed to the brink. Okay. You ought not anger the overseer.
Let us proceed to the site. Ja, ja. Entschuldigung. Das ist wirklich, also ich möchte ihn anstupsen, oh, um zu sehen, oh ja, oh ja, wie seine Balance ist. Sie ist sehr gut. Genau, du musst ihm einfach folgen. Okay, also gar kein Problem, laufen kann ich. Kann ich auch sprinten? Noch nicht. Wettrennen! Oh Gott. Ich hatte früher als, ich lasse ihn erstmal kurz aus. Ja, ist wichtig. Okay. Oh, er sagt gar nicht viel. Geh ruhig weiter. Ich habe früher als Jugendlicher, als ich World of Warcraft gespielt habe, ja ganz viele Videos gemacht zu World of Warcraft, ne, so Machinima, und eins davon war auch zu einem Song von Nickelback, zu How You Remind Me. Hast du das bei der GEMA gemeldet? Nee, war noch nicht mal auf YouTube, war auf warcraftmovies.com. Ich weiß nicht, ob sowas verjährt, Tom. Und ich weiß nicht, ob ich mit meinem Gewissen das jetzt einfach so... Ruf's direkt mal. Chat, pass auf, hier ist wieder einer. So, wie hab ich jetzt? Ich hab nicht aufgepasst. Achso, ich soll hier hinten Steine aufheben. Alles gut, gar kein Problem. Mit RT dann. Achso, das ist dein Job, Steine tragen? Scheinbar. The vicinity is quite cluttered. Pray leap over aught that poses a hindrance to you. Kann sie mich tragen? Du kannst sie tragen. Während sie den Stein trägt? Das weiß ich nicht. Kannst mal probieren. Ach nee, jetzt hat er sich nur einen Stein genommen. Jetzt kannst du ihn nehmen. Kann ich ihn, wie schmeiße ich ihn denn? Kann ich ihn schmeißen? RB. RB? Obwohl, hier kannst du das noch gar nicht. Nee, hier kann ich nicht. Also ich lerne. Das muss dir wahrscheinlich erst beigebracht werden. Nee, ich kann sie auch noch nicht nehmen. Na gut. So, ich soll Steine hier tragen? Näher zurück. Ich weiß. Steine tiefer ins Loch? Ja, Stein an. Da kommt der Rücken da her. Da kommt der Rücken her, ja. Sehr gut. Weil, weißt du, was er gemacht hat? Na? Rockmusik gespielt. Oh boy. Reicht. Reicht nicht? Mehr davon bei twitch.tv/matzmittendrin. Ja, aber heute nicht mehr. Das dachte ich mir jetzt. Dass du nicht nach Hause kommst und direkt den eigenen Stream anschmeißt. Ja, alle Nickelback-Alben hören. Job well done. Ja. Now the next step is to. Wie viele Spiele gibt es mit Können Nickelback? Können wir mal zuerst mal wieder ausladen? Nein. Ich sitze jetzt hier drin. Ich weiß, dass ich Flatout 2 habe ich früher gespielt. Da war auch Nickelback-Musik drin. Sie waren überall. Was hat die Doku gesagt? Es gab in den USA einen Zeitpunkt, wo im Durchschnitt alle 3,5 Minuten ein Nickelback-Song im Radio lief. Weil die irgendwie auch mit drei Songs gleichzeitig in den Top 10 waren. Unfassbar. So, Chat, hier, wenn meinst du mich? Ein bisschen Action passiert. Ach, nee, Goddammit. dann müsst ihr mir mal auch Feedback für den Ton geben. Ist das jetzt zum Beispiel okay? Ist das die Schlange von ist eben? Nicht zu lang. Das ist die Schnecke. Funktioniert das so? Ich dachte, man muss sie angucken. Ja, andere Mythologie. Einige von euch werden sterben, aber dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Er ist sehr sympathisch. Mhm. Unser Held. Ah ja, richtig, ich bin der Zauberer. Boah, jetzt müsste so ein Gitarrenriff kommen. So, kampfbereit. Ergreifen. Magischer Blitz. Noch lauter, echt? Ich hätte Magischer ja gedacht, Blitz? Du bist zu laut. Drücke doch. Achso. Kann aber auch noch lauter machen. Brand. Muss ich dann anvisieren? Du kannst jetzt loslassen und dann fängt er an zu zaubern. Ach, dabei kannst dann? Du sie sehen. Ah. Mit Y machst du deine Heilung. Das ist aber unten, ich brauche mich gar nicht heilen. Okay. Und Charaktere, die hier reingehen in die Bubble, werden auch geheilt. Ach, jetzt bringst du dir bei, dass du nehmen und werfen kannst. Also zum Beispiel, wenn hier Fässer oder Kisten rumliegen, kannst du auf den Gegner aufschmeißen. Ihr macht das schon. Kann ich das hier nicht? Doch. Warte mal, ich nehme mir jetzt diesen Stein. Ich bin gleich da, Freunde. Ich muss nur kurz...
musst auch nicht gedrückt halten. Und dann kannst du mit RB schmeißen. Nimm diesen Stein! Oh, nice! Bonk! Damn! Gut getroffen. Mit Rocker Junge. Jetzt sagt sie, ich habe keinen Bock mehr. Ja, das fand sie gar nicht gut. Ja, ein bisschen dumm. Ja. Das finde ich, hab ich gut gemacht. Ich habe noch nie jemanden einen Stein so schmeißen können. Ihr müsst der Auserwählte sein. Ja. Die sehen aber so aus, als wären die verwandt, die beiden irgendwie. Vermaledeite Kreatur. Sehr schön. Verdammt! Oh, you! Get back here! Das ist schon voll der Cartoon-Charakter. This way, Arisen! Muss mal jetzt fliehen. Na gut. Ich sprinte! Versuch nicht nach hinten überzufallen. Oh Gott, sie kommen. Ja, ja. Ich glaube, er ist sogar windschnittiger so. Ist eher aerodynamisch, ja. 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 Juhu! Schade, ich hätte gehofft, dass es so ein Anfang ist. Bong, bong, bong. No one could survive a fall from this height. Not even a pawn. Oh nein! Eine Möwe. Don't just stand there! Shoot it down! Das wird klappen. Auf jeden Fall. Das haben wir sehr gut gemacht, Tom. Ja. Wer... Warum? Als würden Pfeile nichts kosten. Rot. Lass mich raten, das sind die Bösen am Ende? Keine Ahnung, Mats. Ach so. Ich hab's nicht durchgespielt. Okay. Ich bin irgendwo im... zwischen 20 und 30 Stunden drin. Das ist ja nix, Tom. Es tut mir leid. Sorry, dass ich dich da enttäuschen muss. Das schaffe ich heute. Wo zwei? Diese? Ja, warum zwei, nicht? Ja. Heißt das einfach nur Dragon's Dogma? Naja, ich glaube, es kommt daher, dass sie halt gesagt haben, sie haben hier viel umgesetzt, was sie schon im Original machen wollten. So, ah, okay, das ist jetzt nochmal... Ja. Dasselbe nochmal. Noch dasselbe nochmal in richtig. Ja. Und mit weniger Kompromissen und sowas. Haben sich einfach remastert. Weil es ist eine andere Welt und es ist eine andere Story, aber es gibt ganz, ganz viele Parallelen. Auch die Monster, die du begegnest, die gibt es alle auch schon im ersten Teil. Also nicht alle, aber viele. Ich verstehe, ich verstehe. Nur jetzt sieht es auch noch echt ganz hübsch aus. Können wir den behalten, den Drachen? Den Drachen? Ja, dieses Fluggerät. Ja, und jetzt? Nee, shoot it down? Wehe. Warum? Ey, Menschen, ne? Da fliegt was. Wir sollten es abschießen. Muss aber schon gut zielen können. Das finde ich nicht gut. Von. Da muss ich ehrlich sagen... Das war dein Freund. Gibt Ansage. Und ihr seid da vor allem noch drauf. Das ist das Problem. Das ist Problem Nummer zwei. Unsere Aufgabe ist jetzt, die Mörderin unseres Lieblingsgreifen zu finden und zu richten. Also, wenn das deine Aufgabe ist, das ist dann meine Aufgabe. Ja. Und ich habe überlegt, ob ich mit diesen Steinen mir ein Haus bauen kann auch. Also, heftig. Wenn man die so aufeinander legt, ja, und geschickt wirft. Man hat gesehen, die werfen mich ganz hervorragend. Oh nein. Du spielst das einfach wie Tears of the Kingdom? Ich spiel's einfach wie Minecraft. Woke up this morning. Look at this grass. Look at this ground. Oh no.
Tja. Wieso? Ist das die Erklärung, warum man nicht schwimmen kann? Ja, guck. Ja. Das ist eigentlich ganz angenehm. Kitzelt auch ein bisschen. Also wenn du selber ins Wasser fällst, dann kommst du am Land wieder raus. Ist okay. Jetzt nicht so schlimm. Aber wenn ein Porn ins Wasser fällt, ist er weg. Nun. A griffin appears one moment and falls the next. And now you stand before me. Warum kann ich das tun? Was it you then? Warum sieht er aus wie aus irgendeinem Film? It is a wonder you survived. Was erinnert er mich? Accompany me to the stronghold. We'll treat your wounds and hear your story. Ja. Aber freundlich. Tschö mit Ö. Komm einfach mal mit. Also wenn ich jetzt hier reinspringe, respawn ich einfach direkt? Ja. Ah ja. Die Laken heißt das hier. Interessant. Oder die Lacken. The Brine ist es im Englischen. Schwächung. Guck mal, Achievement. Geil. Ich lese mir das jetzt nicht alles durch. Ja, ja. Nickelback kann auch nicht lesen. Also der Sänger. Achso. Können Chat und ich dir dann sagen. Der Nickelback-Sänger. Blub, blub, blub. Ich hätte noch rausgehen können. So. Okay. So, was ist denn, wenn ich euch jetzt nehme? Für die Wissenschaft. Okay. Ach ja, das verstehe. Wird diese Art von Playthrough. Ich muss erstmal die Welt verstehen. Die sind erstaunlich chill dafür, dass du das gerade gemacht hast. Oder ist er das jetzt wieder? Ist er wieder gespawnt? Ich glaube ja. Vielleicht müssen wir ihn weiterschmeißen. Überleg mal, wie schwer es wäre, einen anderen Menschen so zu werfen. Ich habe das noch nie probiert, aber ich nehme an. Oh, ja, er hat dich sogar noch weggedrückt. Ha, sagt er. Ha, das war merkwürdig. Also mit Gegnern passiert das nicht. Wenn du einen Gegner ins Wasser schmeißt, ist der tot. Okay. Zumindest ist es mir noch nicht. Warte so mal, passiert. Ich habe noch eine Sache, muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Wenn ich den jetzt, dann spawnt der dann da? Ich dachte, du willst jetzt den einen mit dem anderen abschmeißen. Ja, ja, aber weil wenn die jetzt beide an derselben Stelle spawnen. Ja, der wird da einfach daneben spawnen. Wie viele Männer können wir hintereinander da reinschmeißen? Können wir dann da hier ist er wieder. Ach so, schade. Ich hätte jetzt gedacht, dass er in dem drin spawnt. Ob die sich nicht mehr daran erinnern, wer sie sind, die gucken jetzt so. Als wären sie noch nie hier Kannst gewesen. Kannst du ja grüßen. Stimmt, kann sie mal grüßen. Ja, der macht das gar nicht gestört. Hier kann ich euch sehr empfehlen, Chat, nach einer Weile nochmal hin zurückzukommen am Oh nein, Anfang. Ich hoffe, er lebt dann wieder. Guck mal, er hat gebrochen. Is it Bailey? Ich bin tot, aber das muss noch raus. So, ach komm. Guck mal hier, kannst du direkt eine Schatztruhe dir aufmachen? Kann ich? Kann ich die auch schmeißen? Nee. Was kann ich alles nehmen? Nicht so viel, ne? Na, meistens so Kisten und Steine, aber die sehen dann irgendwie auch so aus, als ob man sie nehmen kann, also erstmal ein bisschen Dreck einsammeln. Am lustigsten ist aber wirklich, dass du Charaktere und Feinde nehmen kannst. Klippen, da sehe ich schon einiges fallen. Weil ich habe auch schon, es beginnen dir halt manchmal so diese Pawns, diese Spielercharaktere auch auf der einfach in der Landschaft und die dann einfach durch die Gegend zu werfen, ist manchmal ganz lustig. They say that a hero can save us. Alter, ich muss Dreck sammeln. So schön. Es ist aber wirklich ein ganz hübsches Spiel. Ich weiß nicht, ob man das bei Twitch, also ich habe bei Twitch immer das Gefühl, die Bitrate bricht halt in sich zusammen bei diesem Spiel. Also ich hoffe, dass man es trotzdem sehen kann. Ich habe, falls ihr jetzt die Aufzeichnung auf YouTube seht, wir haben unsere Grafikkarten mal geupdatet auf dem Aufnahme-PC und unserem Spiele-PC, damit ich halt, ohne dass jetzt die Performance so krass drunter leidet,
Und hoffentlich klappt das dann heute auch durchweg, ohne dass der Stream anfängt zu ruckeln, in 1440p aufnehmen kann. Also die Stream-Aufzeichnung auf YouTube müsste in 1440p anguckbar sein. Und das ist ja ein deutlich bessere Bitrate als 1080. Das stimmt. Kam das gerade aus seinem Schritt? Nee, es kommt aus der Hand. Oder im Zauberstab. Oh, Peng! Jawoll. Burn it to the ground tonight! Die Warner haben natürlich ganz lange Titelsong für die WWE gehabt, ne? Monday Night Raw, ganz lange. Oh, wie schön das aussieht. Da möchte ich mich direkt... Naja, aber vielleicht auch nicht. Ich wollte gerade sagen. Gegner kannst du dann auch looten, ne? Also ach so, habe ich die nicht gelootet? Nee. Ich sag nur, dass es geht. Oh, ein Apfel. Den würde ich auf jeden Fall essen. Aus dieser verbrannten Goblin-Leiche. Notalda, wir haben uns eine, also für den einmal eine 4060 und eine 4060 Ti geholt. Also so jetzt nicht die ganz, ganz teuren Sachen. Weil das würde sich für uns nicht lohnen. Hey! Aber die, ihr müsst euch vorstellen, die Grafikkarten, die wir hier bei uns drin hatten, waren halt alle schon um die 9 oder 10 Jahre alt. Ich hab bei mir eine 4070 oder so? Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie ist der Blitz sehr underwhelming. Der Blitz? Ja, guck doch mal. Oder mach ich irgendwas falsch? Nee, das ist ja nur, das kannst du spammen. Aber das ist ja wirklich nur deine, okay, du machst halt so ein bisschen Damage. Okay. Dein Hauptding sind diese Art von Skill hier. Hier steht jetzt übrigens auch, wenn ein Gegner zurückweicht, kannst du ihn mit RT hochheben. Also wenn zum Beispiel er jetzt genau, dadurch, dass er den angegriffen hat und dann ist der so zurückgewichen und jetzt kannst du ihn auf den Stein schmeißen oder so und das macht dann auch Damage. Und kann ich ihn ewig tragen? Nee, die würden sich irgendwann befreien. Aber du kannst zum Beispiel Gegner auf andere Gegner schmeißen. Ah. Oder halt zum Beispiel ins Wasser oder Klippen runter. Also da geht schon ein bisschen was. Okay. Das ist, glaube ich, nicht mehr nötig. Mit LT kannst du auch abbrechen. Nein, ich möchte hier... Du möchtest Barbecue. So. Krök ist aufgeschrieben. Krök. Le Krök. Ein Krök. Oh, hier Müll. Den Blitz kann ich auch aufladen. Chat, noch einmal die Frage. Ist mit dem Ton alles okay? Chat, ist mit euch alles okay? Spiel nicht zu laut. Ja, ich hoffe, euch geht's auch gut. Aber schreibt mir erstmal nur den Ton. Kann ich aufladen? Nee, den kann ich nicht aufladen. Kriegst du noch. Ach so, okay. Zum Gehstock, ey. Ah, Wettlauf! Charaktertechnisch würde ich sagen, muss er immer gewinnen. Ton ist okay, alles gut, okay. Danke, Chat. Es ist bei den Dialogen auch nicht ganz so schlimm, weil so ganz viele Dialoge werden wir heute nicht haben. zaubert einem schon. Hast du meinen Drachen abgeschossen? Mein Dings? Mein... War sie das? Sie sah so aus. Nee, hat das war eine ähnliche nicht Frisur gehabt. Das war nicht die. Sein Bruster auch. Wir können nie was anderes kaufen. Also ne, das sind ja Pawns, das sind nochmal andere als einfach nur normale Menschen und Beastren. Kann man die auch in einem Pawnshop kaufen? Dadurch, dass die dir jetzt gehorchen, war der so total verwirrt, weil sie gehorchen normalerweise immer nur dem einen Arisen. Ja. Und in dieser Welt gibt's halt schon einen Arisen, deswegen sind die so, hä? Oh, das ist natürlich ungünstig. Wir müssen uns mehr Chat rufen. Das wäre cool, wie in so den diesen Rennspielen wie Forza oder den Codemasters spielen, wo sie dich wirklich beim Namen ansprechen. Ja, das wäre krass, weil die kann auch Mats bei Forza. Sie sagt dann, ja, hey Mats, und ich war so, was ist mein Name? Tom gibt's da ja natürlich auch immer. Du wirst nun, wie soll er aussehen? Ach, jetzt muss noch einen. Genau, jetzt erstellst du dir deinen Vasallen bzw. Pawn. Und das ist genau die gleiche Charakterstellung. Also es ist wirklich... Ja, ich könnte jetzt den Gitarristen machen, aber ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Ich glaube, den hat auch keiner so richtig... Also Ryan Peake, muss ich sagen, da habe ich auch gestern ehrlicherweise im Kino gesagt, Amelie, wie rein
optisch, wie findest du den Gitarristen Ryan Peake? Er hat gesagt, ah ja, dann meinte ich, weil ich finde den ich einfach den sehr gut aussehen. Ich finde okay, das Ryan Peake, der Ryan Peake, P-E-A-K-E, glaube ich. Ein hervorragend, also der sieht wirklich gut aus. Pika. Achso, ja, ja. Oder? Pretty der Boy. Sieht doch wirklich, also, und der ist auch verheiratet, hat zwei Kinder. Mats wäre gerne eins davon. Ich bin eins davon, er weiß es nur noch nicht. Naja. So, ich, also ganz ehrlich. Aber ich würde sagen, Krök Cheddar kriegt jetzt noch. Hat ein eigeneres Aussehen, das hat mehr Wiedererkennbarkeit. Absolut, eine schlichte. Ach, machst du jetzt hier wirklich ganz schnell. Ja. Also vielleicht auch als Hinweis, man kann die, es gibt Items im Spiel, womit du sie dann noch editieren kannst. Okay. Also du kannst im Nachhinein sogar dein Aussehen und das Aussehen vom Porn noch verändern. Ich dachte jetzt Bertha. What? Nickel? Ich nenne sie jetzt einfach Nickelback. So. So. Oder gibt's hier, warte mal. Nee. Schade. Was hast du denn gesucht? Beck. Ach so. So wie der Name Beck. Da rasche ich jetzt durch. Ich, also wirklich. Das ist okay. Nick, oh, gute Idee. Nick Chloe Beck, ja, Mensch. Also es sind einfach nur Zombies? Nein, es sind keine Zombies. Warum sieht sie so aus, als hätte sie irgendeinen Plan? World, shit, ich hätte hier auch diese Geste gehabt. Ja, stimmt, dass sie sich beide so gegenüber. Dass sie einfach beide auch immer so laufen. Oh nein, schade, hab ich vergeigt. Ach, Mist, Mats. Ja, Mist, Mats. In der Tat. Ja, 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 du läufst jetzt mit mir rum. A pawn summoning before my very eyes. Direkt vor meinen Augen. Ja. Aber es gibt doch bestimmt schon alles, oder? Also von keine Ahnung. Es ist Nicolas wirklich Cage, krass. Jar Jar Binks, also dadurch, dass die ja in Humuke. Der Spielwelt rumlaufen, wenn du online bist, ne, dann laufen ja auch die Leute, die andere erstellt haben, rum. Und ich hatte Robin schon erzählt, mir ist halt irgendwie der Witcher entgegengekommen und der sah auch extrem so aus. Oder ich hatte Goro Majima in meiner Party aus Yakuza. Ja. Und das ist mir schon mehrfach passiert, dass ich Leute wirklich wiedererkannt habe. Und das ist dann umso lustiger, die dann zu nehmen und eine Klippe runterzuschmeißen. Ah. Weg damit. You've no memories, you say. Nee. So, das ist jetzt unsere erste Hauptquest. Ah, okay. So nach Melf, weil da der Drachenangriff stattfand. Na gut. Auch gerade gedacht, zerstört das nicht ein wenig die Immersion? Was, dass andere Leute rumrennen? Dass da der Witcher rumläuft. Nö, finde ich gar nicht. Okay. Weil wenn du einfach nur an den Leuten vorbeiläufst, dann registrierst du das ja gar nicht. Also die sehen in der Regel jetzt nicht so wild anders aus, dass die groß aus der Rolle fallen. Nur wenn sie dich dann ansprechen, weil das machen sie manchmal von alleine, oder so du dir sie näher anguckst, dann merkst du es. So, Riftsteine sind meine Teleportationsdinger oder was? Nee. Riftsteine sind dafür da, damit du andere Vasallen bzw. Pawns rekrutieren kannst. Du kannst sie aber auch in der Welt rekrutieren. Okay. Also hier musst du dir jetzt nicht nochmal mehr erzählen lassen. Weil du kannst ja bis zu 3 zusätzliche Leute dabei haben. Du kannst jetzt hier zum Beispiel drumherum stehen schon welche. Also der Bogenschütze da oder die hier links, das sind alles schon, wenn du die mal ansprichst, einen von denen. I'll carefully conserve my strength. Der sagt dir dann was. Aber der kann nicht in die Augen gucken, das ist nicht. Okay, jetzt doch. Was sein Wesen ist, und dann kriegst du jetzt eine Übersicht. Dann kannst du da theoretisch nochmal Details angucken. Ja, ja. Achso, die sind von Capcom jetzt. Genau, dadurch, dass wir offline sind, sind die halt alle Capcom. Oh. Und wenn du jetzt in den Rift Stein gehen würdest, da wären halt die Leute, die von den anderen. Okay. Ich habe eine sehr hohe Stimme gegeben. Wie kann ich sie einfach wieder absetzen? Einfach nochmal. Okay, genau. Und man kann alle nehmen. Ja. Also wenn du das in Städten oder so machst, hat das auch manchmal Konsequenzen. Aber
glaube, Pawns stört das erstaunlich wenig. Da stehe ich jetzt halt hier oben. Ich, also. Und das ging tatsächlich schon im ersten Spiel. Okay, das ist die beste Mechanik dann. Das ist wirklich die beste Mechanik. Aber okay. Es wäre auf jeden Fall gut, wenn du dir zwei rekrutierst. Ach so, ja, richtig. Weil du ja. selbst bist Magier. Jetzt habe ich eine Kriegerin. Du hast eine Kriegerin, also kannst du dir basierend darauf, genau, ja. zum Beispiel noch einen Bogenschützen holen. Ja, gut, herzig. Wundarzt. Der kostet jetzt ein paar Riftkristalle, weil er höher im Level ist als du. Okay. Aber ich glaube auch nur ein Level. Spezialisierung, Fertigkeiten, okay. Genau, also die kriegen dann noch Fähigkeiten, die einen Einfluss auf deine Party haben können. Zum Beispiel, dass sie besonders gut da drin sind, irgendwie Items zu managen, um die zu verteilen, damit das Gewicht verteilt ist bei allen Charakteren. So, und einen kannst du noch? Wo habe ich euch hingetan? Hier. Du siehst mir diebig aus. Nee, das ist, glaube ich, ein ganz normaler NPC. Möchtest du? Nee. Möchtest du trotzdem mitkommen? I shall be proud to serve you, Arisen. Ich gerade durch die Gegend geschmissen. Was ist er denn? Ein Fighter links oben, siehst du immer. Das Alles klar. Okay, Bande. So. Und die kannst du dann aber auch jederzeit austauschen. Okay. Also, indem ich sie von der Klippe schmeiße. Nur dein so auch, ja, aber man kann sie auch offiziell entlassen. Nur dein Hauptpawn bleibt immer bei dir. Verstehe. Und auch wenn der mal verloren geht oder so, stirbt oder ins Wasser fällt oder so, dann an einem Rift-Kristall kannst du ihn wieder zurückholen. Okay, verstehe. Grundsätzlich, ja, und? Gibt es noch andere Klassen oder nur die 4 frei, Zifo? Es gibt noch andere Klassen. Okay. Du schaltest neue frei. Ein Badener ist mir bisher nicht begegnet. Nee. Ich habe bisher nur noch Krieger, Zauberer, also das sind so erweiterte Version von dem Standardkämpfer und dem Magier. Und den Trickster habe ich freigeschaltet, aber selber noch nicht gespielt. Geil. Ja, und so hier sind halt die meisten Dialoge inszeniert, ne? Also so super, also ja. gar nicht. Okay, Laufbahn. Sind einfach Talente dann, oder was? Oder ist jetzt Laufbahn sind die Klassen. Ah, okay, die Klassen. Okay. Also du könntest jetzt schon deine Klasse wechseln, wenn du möchtest. Und es lohnt sich auch im Spiel mehrfach die Klasse zu wechseln, weil du mit einer Klasse zum Beispiel passive Fähigkeiten bekommst, die irgendwie bestimmte Statuswerte erhöhen oder deinen Charakter verändern. Ja. Und selbst wenn du die Klasse wechselst, kannst du immer noch die passiven Fertigkeiten von den anderen Klassen, mit denen du bereits gespielt hast, slotten. Okay, das ist cool. Also es motiviert dich auch dazu, ein bisschen rumzuprobieren. Dadurch, dass du alles, ne, gehst du halt raus, levelst ein bisschen damit und wenn es dir nicht gefällt, wechselst du wieder auf eine andere Klasse. Willst du es nochmal probieren? Ich verstehe nicht, warum die Netzwerkeinstellungen unverständlich sind. Ich weiß auch nicht, was das ergibt halt keinen Sinn. Ich weiß es leider auch nicht. Prost. Falls ihr auch durstig seid, ne? Wir haben Holy, unseren Sponsor. Unten sind die Links und die Codes vor allem, mit denen ihr sparen könnt. Da gibt es nämlich leckere zuckerfreie Energy Drinks und Eistees und sowas. Schaut da mal unbedingt vorbei. WeAreHoly.com ist unser Sponsor. Und Dobsy hat auch gerade nochmal die Codes gepostet. Da könnt ihr ein bisschen Geld sparen. Gibt es auch richtig ungesundes Zeug? Du warst richtig ungesundes? Nee. Irgendwas so richtig, wo du das trinkst und denkst, uff. Gibt's nicht? Nee. Was meinst du mit uff? Naja, weiß ich nicht. Manchmal trinkt man ja so, keine Ahnung, kaufst du irgend so eine Schorle mit, keine Ahnung, Sardine, Rhabarber oder sowas und dann trinkst du das und denkst du, uff. Das wäre, soll ich das mal vorschlagen? Naja, sag mal, Holy, warum habt ihr nicht Sardine, Rhabarber? Ja, also einfach nur vom Klang schön. Das gebe mir die Energie, oder die ich brauche. Waldmeister Snickers. Weißt du, das ist nicht ganz so, aber irgendwas, ja, gut, wo man das so würden Leute trinken. Waldmeister Snickers? Ja, hundertprozentig. Das klingt nach so einem Trend. Was ist der, der Schokoriegel, den du am wenigsten magst? Am wenigsten. Das ist eine gute Frage. Ich kann es dir direkt sagen, Milky Way. Oder alles, was in diese, wo so komischer Schaumquatsch drin ist. Ohne irgendwas anderes. Milky Way mochte ich auch früher nie so wirklich. So.
Bounty fand ich immer auch nicht so gut, aber mittlerweile kann ich die, also ist mir alles zu süß, aber diese Kokosstückchen verhindern. Das ist ein Erwachsenen-Schokoriegel. Ja, es ist auch keiner, obwohl den kannst du früher, als Kind konnte ich den richtig hart genießen, weil ich habe immer einfach alles so ausgelutscht. Ganz Bounty? Lange. Ja, Bounty, weil da ja ist so Kokoskram drin und das sind ja so Flöckchen. Ja. Und wenn du das nicht erst direkt runter, sondern so langsam vor dich hin, so ein bisschen und so kleine Stückchen nimmst. Das war auch ganz gut. Ich mag das nicht so, wenn ich eine Süßigkeit habe und ich kau die und dann ist die weg. Ich hätte gerne immer noch irgendwas da drin. Eine Nuss oder ein bisschen. Sehr spezifische Vorliebe. Naja, aber was bringt mir denn das? Also, keine Ahnung, kann ich auch einfach gleich. Wenn es gut schmeckt. Ja, wenn es schmeckt, dann 3 Sekunden gut und ist weg und dann muss ich das nächste nehmen. Deswegen habe ich gerne was, wo ich ein bisschen, also ein bisschen lang werde. Als Kind mochte ich Twix immer am meisten. Ja, aber auch da, du kannst den Keks von der Karamell-Schoko-Lage wegessen, ja. Genau, kannst du, und dann kannst du die Karamell, das bleibt sowieso ein bisschen in den Zähnen, da hast du länger was von. Das kannst du auch gar nicht einfach so kaputt kauen. Und pass auf, bis man das Kaugummi entdeckt. Kaugummi, hör mir auf. Nee, Kaugummi, ich kein Fan von. Ja, weil da ist der Geschmack dann weg. Das ist heute bei mir leichter, weil vegane Schokoriegel gibt es so wenige. Ja. Die mir zumindest, so wenige, die mir schmecken, sage ich so, da ist meine Auswahl sowieso beschränkt. So, guck, Bounty. Aber sehr gut, also ich, alles, wo Nüsse drin sind, und sehr gerne mag ich so gebrannte ganze Nüsse, so Ferrero Küsschen, da kannst du mich aber auch... Das ist aber kein Schokoriegel. Naja, wenn, also da müssen wir jetzt nicht, also, ja, hast recht. Hast recht, es ist kein Schokoriegel. So. Was ist denn das beste Äquivalent zum Schoko? Wenn ich... Na, es gibt diese, wo so, ja, warte mal. Also da ist so eine, ich spiel mal weiter, wa? Da ist so eine, wie heißen die denn? Da sind auch so Nüsse drin. Nicht Bounty? Meinst du diese Mr. Tom oder wie die heißt? Die einfach nee, nur nicht, so nicht Riegel, die, nee, die sind auch von Kindern, glaube ich. Die haben so, so Hügelchen. Bueno. Bueno. Aber ist da eine Nuss drin? Nee, aber sowas wie Bueno. Ja, aber es schmeckt nussig, oder? Jagd, so, wir sollen noch irgendwas umbringen. Entschuldigung, ich habe mich nur gerade abgeschaut. Aber den Kram vermisse ich tatsächlich sehr. Also das, so Kinderpingui zum Beispiel habe ich früher super gerne gegessen. Das ist so, also wenn du das lange nicht gegessen hast und dann mal wieder ein Kinderpingui denkst, das, meine Güte, ist das süß. Es ist so unerträglich süß. Vielleicht würde ich es heute auch gar nicht mehr machen. Da sind auch keine Nüsse drin. Gerade wurde einmal nach der Story gefragt und wie ich die finde oder ob es hier groß eine gibt und es ist nicht der Grund, weshalb ich das Spiel spiele. Es gibt zwar eine und die, oder sagen wir es mal so, die Welt finde ich durchaus interessant, aber die Art und Weise, wie zum Beispiel die Story erzählt wird, da gibt es jetzt nicht Charaktere oder sowas, denen ich folge oder die mir ans Herz wachsen oder so. Das funktioniert in dem Spiel nicht so richtig. Also Chad ist für mich schon die Spielfigur des Jahres. Ja, auf der Ebene ist es tatsächlich so. Also die Pawns, die wachsen dir eigenartigerweise ans Herz, weil die labern ja auch die ganze Zeit. Ja. Es sei denn, sie haben diese Fähigkeit, dass sie nicht labern, weil das gibt's auch. Ja. und die sagen so viel Blödsinn. Das ist eine Kiste. Du machst das schon ganz richtig. Also diese Art von Erkundung ist sehr relevant in dem Spiel. So, du hattest jetzt einfach nur eine Quest bekommen, wo du einen Typen mal nachchecken solltest, ob der sich jetzt hier verlaufen hat unterwegs. So, ich habe nichts. Ich habe jetzt also ein Ding gefunden. Herr der Blitze, was ist denn das? Krög. Lektürzauber, wenn der Leser... Aha. Wenn ich das jetzt benutze, lerne ich das, ja? Oder ist es einfach... Nee, Herr der Blitze... Mach mal. Nee. Moment. Dessen Lektürezauber wirkt. Haha. Da lerne ich nicht. Ich benutze den. Und wenn ich jetzt hier alle verbrutzle, da würde ich mich schon sehr ärgern. Ich will nur kurz auf der Karte gucken, ist ja noch was. Also hier kann ich Tränke kaufen oder was? Nee, Schleifstein soll das sein, ne? Bei ihr gibt es generell Sachen. Also auch Ausrüstung müsste. Aber ich habe, wie viel Geld habe ich denn? 10.000 Nee, 1.000. Du hast dann eine 0 zu 4. Ja, ich bin. Guck mal, oh, da geht doch was zwischen den beiden. Guck mal, wie sie sich angucken. Ja. Also bei Chat weiß ich jetzt dreh mal zu Chat. Ich kann leider nicht. Achso, nicht komplett. Nee. So, was haben wir denn hier? Eine Feenklinge. Holzstab. Eine schöne Wanderkapuze. Dann verdecken wir aber sein wundervolles Haupthaar. Kommt mir überhaupt nicht in Frage. Nein, das geht nicht. Das also Hüte kann er nicht tragen. Ein bisschen sehen. Ich finde das so toll, dass das selbst hier drin so aussieht. Das ist wirklich großartig. Missionarskutte. Ja. Ja, damit siehst du doch aus wie ein Magier. Und du kannst es dir leisten. Diese ganzen, weil ich es mir leisten kann. Jetzt kauf das Ausrüsten. Ja. Nice. Sehr gut.
guck mal. Was haben wir denn sonst noch? Haben wir hier 200. Ja, jetzt hast du kein Geld mehr. Na, aber guck mal, nee, reicht wirklich nicht mehr. Nee, du kriegst aber schnell neues. Na gut. Schön. Der Brutzler. Der Brutzler. Ich habe gerade Maxi King im Chat gelesen. Meine Güte, als ich den das erste Mal ging, war glaube ich instant Zuckerschock gekriegt. Das war schon ein Erlebnis als Kind, ey. Oh, wow. Was ich früher voll gern mochte, war Mars Eisriegel. Weil Mars die Schokoriegel mochte ich nie so wirklich gern, aber Mars die Eisriegel, die waren hervorragend. Ja, da kannst du direkt rein. Das soll aber wohl nicht wahr sein. Du kannst deinem Pawn auch rudimentäre Befehle geben mit dem Steuerkreuz. Das siehst du links unten. Ah, ja. Los, Hilfe, Halt und zu mir. Ah ja, sehr gut. Ich brauche euch nicht, Dings. So. Also wenn du los drückst, dann gehen sie wirklich automatisch auf die Gegner rauf. Ah, ich hab geholfen! Nimm dies! Ah, jetzt hast du einen Aufstieg. Achso, nee, ist nur ein Levelaufstieg, noch kein Vocation. Okay, kann ich das hier einsammeln? Getragenes Gewicht. Ach, hey, Jemine. Warum? Getragenes Gewicht, Gegenstände. Wo ist es? Ist auf Mittel. Du siehst links jeden Charakter, weil du kannst auf jedem Item sagen, du gibst das einem anderen Charakter und kannst deinen Inventar so verteilen. Ah, das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, nee, das nicht, was ist das? Eine Notiz. Zusätzlich vor. Achso, das ist irgendeine Aufgabe, die ich angenommen habe, ne? Jetzt könnte ich sagen, diesen verwelkten Zweib gebe ich Nickelback. Genau. Und dann hat Nickelback, alles klar, verstehe. Und dann hast du weniger. Das finde ich gut. Gibt es da auch automatische Dinge? Es gibt halt Vasallen, die die Fähigkeit haben, das alleine zu verteilen. Also ja, gibt es. Ja, guck mal, ist richtig gut, richtig gut. Nice, nice, nice. Kannst du es weit genug schmeißen? Ja. Und den anderen schmeißt ins Wasser. Oh, naja. Hat er sich aber auch nicht gewundert, der andere. Oh. Smooth. Okay. Wartet, wartet. Hallo. Kommt Hilfe. Zu mir. Ja, auf geht's. Ich muss immer noch, aber jetzt. Au. Der hat einen Stein nach dir geschmissen. Und ich schmeiße jetzt einfach die Sonne auf ihn. Aber fast hätte ich ihn. Ach, schön. Warum ist denn der so schwach? Wieso schwach? Guck mal, der pennt da. Und jetzt pennt er für immer. Ist er auch schon tot? Hey, Nickelback, Aufstieg. Nickelback ist aufgestiegen. Nice. Ach, schön. Also, ich würde wahrscheinlich jetzt hier stundenlang nur das machen. Ne, das ist auch das Spiel. Also, das machst du dann richtig. Ich dachte, das wäre ein Kristall. Jetzt ist es einfach nur ein Baumstamm. Geh mal erkunden, bitte. Achso, hätte man einfach rübergehen können. Alles klar. Kann ich Sachen einfach kaputt schlagen? Wahrscheinlich mit meinem Blitz? Ah, ja. Okay. Oh, I love it. Ja! Töte die Kiste. Genau. Okay. Verstehe. Und du siehst auch, dein Leben ist gerade nur auf der Hälfte und du selber kannst heilen, ne? Y ist ein Heilspell. Und da kann ich auch alle anderen heilen, oder? Genau, die kommen dann manchmal auch von alleine hier rein. Bei Nickelback zum Beispiel, sie kommt jetzt nicht von alleine, aber sie könnte auch mal geheilt werden. Achso, man muss da auch drin stehen. Und es empfiehlt sich eigentlich immer, wenn du selber nicht Magier bist, einen Magier in der Gruppe zu haben, weil ohne Heiler ist es wirklich hammerhartes Spiel. Siehst du, jetzt kommt sie. Sehr gut. Und wird ja auch hochgeheilt. Und ich kriege dafür Erfahrungspunkte? Nee. Okay, weil eben ist, glaube ich, irgendwas aufgeploppt. Ich dachte. Das wäre mir neu, wenn man fürs Heilen Erfahrungspunkte kriegt. Naja, kleine Köpfe. Das ist einfach nur deine Vasallen, die. Kann ich abbrechen? Die nehmen halt auch Sachen auf. Ja. Ne, die das kann ich. Und das wird dann manchmal aufgeploppt. Wo muss ich eigentlich hin? Wo bin ich denn überhaupt? Bin ich hier? Nee. Du bist schon da beim Dorf. Der Pfeil ist gerade genau. Ja, zoom mal näher ran. Dann siehst du es auch besser da oben, links von dir, genau auf dem Weg. Deswegen verschwindet er da ein bisschen. Okay, man hätte jetzt, aber ist egal, wir gehen jetzt hier lang. Okay, verstehe.
Und das dürfte auch ein Vassal sein. Every master I've ever served has favored different tactics. Der scheinbar. Ach, der hat das Monster da oben. Oh, what the fuck? Was passiert da oben? Während sich deine Pawns hier unterhalten. Das ist ein Dieb, glaube ich. Den könntest du ja anheuern, du hast noch keinen Dieb. Das ist einfach ein Maschinengewehr, ey. Das macht überhaupt keinen Schaden. Heil ich ihn aus Versehen? Ey. Nein, es macht schon Damage, aber halt wirklich nur sehr wenig pro Hit. Wenn ich jetzt heile hier. Ah ja, schon. Aber jetzt könntest du den ansprechen? Ach, das ist eine Sie. Holy shit. Falsch gesehen. Gerade gewachsen? Verzeihung. Nee, sie steht einfach nur so über dir. So, dann kann ich anheuern, aber dann. Genau, und jetzt sagst du, du tauscht einen deiner. Ja. Aus, weil du hast ja. Oh, der ist ja viel kleiner, das ist ja lustig. Tja, tut mir leid. Oh, ich dachte, du tauschst den Krieger aus, weil. Ach nee, Quatsch, du hattest ja. Ich habe ja zwei gehabt. Ja. So, achso, und jetzt kann ich ihn noch ausrüsten. Ach nee, ja, jetzt ist ein Geschenk. Du kannst ihm ein oder ihr ein Item geben, ja. Je nachdem. Und das geht dann an, also dadurch, dass das jetzt ein Capcom-Ding ist, ist das egal. Ja, die kriegen nichts. Also musst du nicht machen. Und dann genau kannst du bewerten. Richtig gut. I love him. Ja, geh weg. Ach so, ich habe jetzt meinen Bogenschützen rausgehauen, ne? Ja. Das wollte ich gar nicht, na, ist egal. Ach so, ich dachte, das wolltest du. Ja, dachte ich auch, aber wollte ich gar nicht. Hallo. Wie asozial. Naja, es ist ja trotzdem deins. Ja, aber ich wollte es machen. Oh, das ist auch eine Kiste. Warte mal, wenn ich dich jetzt... Da fällt man schon tief, ne? Das ist schon tief. Man kriegt ziemlich schnell Fallschaden. Also das, ja. Aber normalerweise, wenn du so versehentlich an eine Klippe rangehst, dann dein Charakter, so? Okay, genau, okay. Stoppt normalerweise ja, einmal kurz. Bei Chat würde ich nicht drauf wetten. Also mir sind auch schon Pawns wirklich verloren gegangen, einfach weil sie irgendwo runtergerutscht sind. Das ist mir schon ein, zweimal passiert. So, die war, glaube ich, ein bisschen härter, kann das sein? Ich mach schon mal. Was? Dann ist halt ein NPC, der. Dem du helfen kannst. Bringt ihn um! Okay, auf Fern ist natürlich nicht so verkehrt. Jetzt hätte ich ihn gerne einen Bogenschützen. Das wäre ein richtig guter Ergänzer gewesen. Das wäre gut, ne? Gegen ja. Die Harpien. Andererseits, guck mal. Ja, du bist ja Fernkämpfer. Das Ding ist, dein Feuerzauber ist halt immer noch kein so großer Distanzzauber. Aber da kriegst du noch was. Hey! So. Gib mir etwas. Is that all of them? Du siehst aus, als könntest du in meiner Band spielen. You have my thanks. An den Trommeln. And when I thought this could be the end of me, okay, da sagt einfach, ja, gerettet, toll. Well, I won't always be so fortunate. Well, I'd best be heading back. But I'll be sure to let my superiors know of your good deed. 10.000 Gold. Gibt ihr mir gar nichts? Doch. We'd best report back. Ah, ja. Du musst halt Bericht erstatten. Ach so, das war eine Dings. Das eine war Quest. Die Quest. Naja, du solltest ja den einen, der hier rausgelaufen ist und nicht mehr zurückkam. True. Hier gibt's Bärchen. Oder Tomätchen. Eine Moosbeere. Ja, du kannst im Inventar auch Sachen miteinander kombinieren, um Gegenstände herzustellen. Wenn du jetzt hier einmal drauf drückst, genau, kombinieren. Dann in dem Fall einen Trank. Toll. Ich dachte, ich kann das vielleicht mit Moosbeere und schönen Apfel. Schön und wenn du jetzt mal LB gedrückt hältst, dann siehst du ja, wie sich unten das Steuerkreuz verändert, weil da automatisch oben sind es Heilgegenstände, unten sind es Stamina-Gegenstände. Ah, verstehe. Rechts ist die Laterne und links kommst du direkt ins Item-Menü. Okay, verstehe. Weil sie haben das hier ein bisschen anders gemacht, weil wenn du den anderen Trigger machst, dann kannst du ja deine Zauber machen, ne? Gerade noch oder, gar nichts. Nee, es war ja auch der linke. Das ist auch der linke, genau. Genau, wo Brand ist. Und auf Y, B und A können dann noch andere Zauber. Und im Original konntest du zwei Zauber mehr slotten. Das finde ich ein bisschen schade. Also ich merke das gerade bei meinem Sorcerer, den ich spiele. Ich würde mir gerne mehr als vier aktive Zauber slotten und kann nicht. Und das war im ersten Dragon's Dogma noch anders. Da hattest du irgendwie mehr Platz.
Ich meine, dafür sind die Kernfähigkeiten hier nochmal ein bisschen erweitert, aber trotzdem. Fand ich schade. Können wir Leute überfallen? Nee. Kann sie nur wegschmeißen. Matt spielt den Rogue Run. Ach, wunderschön. So friedlich. Oh. Oh, na ja. Sieht auch so brutal aus. Das sieht wirklich sehr brutal aus. Aber hier schön. Hier ist schön. Da unten. Weg. Jetzt ist er weg einfach. Weg, weg. Ich glaube, die sind dann weg, ja. Also ich habe gestaunt, dass das mit den NPCs, die am Anfang passiert ist, dass die respawned sind. Weil das habe ich noch nicht gesehen, dass die auch respawnen. Wo laufe ich denn jetzt überhaupt hin? Ich bin doch falsch abgebogen. Es gibt kein Falsch. Du kannst auch einfach erkunden. Ja, aber das, guck mal hier, das gibt doch Ärger. Also eigentlich egal, wo du hingehst, es gibt... Ich bin der Ärger, Tom. Ich bin der Ärger. Der Krug ist... Ja, das stimmt, Dopsi. Was ist denn das? Da würdest du runterrutschen. Geil. Was? Oh. Da sind Goblins. Kobolde. Das macht doch gar nichts. Oh, da waren einige. Schmeißt die Scheiße? Beziehungsweise, was sie beim Zauberer halt noch hinzugefügt haben, das wird Mats wahrscheinlich gleich noch freischalten. Das mochte ich dann schon ganz gerne fürs Casten. Das werden wir gleich sehen. Du könntest einmal heilen. Joe ist fast tot. Wer ist Joe? Einer deiner Pawns. Wer lootet den jetzt? Hinterher. Joe, geh mal rein hier in den Heil. So. Come on. Jetzt bin ich aufgestiegen im Dings. Ja, jetzt könntest du zum Beispiel nochmal zurück ins Dorf, weil du hast ja auch die eine Quest, die du abgeben kannst. Ja, das heißt, ich muss umkehren. Und dann kannst du da bei dem Rasthaus auch deine Fähigkeiten neu machen. Stimmt, wir hätten sagen können, Joe Mama. Es ist anstrengend, weil bei Elden Ring ist ein Sammeln auf Y und hier ist es auf B. In meinem Gehirn sind zwei Dinge gleichzeitig damit verknüpft. Ja, das stimmt. Hier ist eine Chest da oben? Da ist Was ist das für ein Chest, Baum? Ja. Guck mal, wie hässlich der ist da oben. Okay, warte. Wenn ich jetzt... Du könntest auch, du siehst ja auf der Map, du könntest hier auch rechts einmal rumgehen und dann links rein. Das geht, glaube ich, auch. Da kommst du dann auch wieder zurück. Ja, aber ich wollte ja die Chest haben, Tom. Ja, aber vielleicht geht's ja hier irgendwo hoch. Weil von der Seite, wo du gekommen da bist, geht's ging's rüber. Da hoch. Ich muss von der Seite darüber. Oder so. Das ist manchmal ein bisschen schwierig rauszufinden. Weil man kann schon an erstaunlich vielen Stellen hoch, aber an vielen halt leider auch nicht. Das hier kann man auf jeden Fall schön runter. Alles gut. Gut gerettet. Gut gerettet. Das war Absicht. Ich bin der Auserwählte, geh weg. Ein Krök rutscht doch nicht einfach so in die Buchhandlung runter, hätte ich was gesagt. Vielen Dank für die Subs, Leute. Ich habe jetzt heute kaum Namen vorgelesen. Es tut mir sehr leid. Lies doch mal ein paar Namen vor. Grafzahl, Dankeschön, Dankeschön. Kann ich nochmal scrollen, ob ich noch ein paar andere sehe. Ja. Wie schnell kannst du die alle aussprechen? Ich habe immer Probleme damit. Wie schnell? Naja, weil da manchmal sehr kreative Namen dabei sind. Ja, manchmal schwierig. Und dann bin ich so Muffin, danke. 17. Fanabi, danke schön. Dann sagen, es wird Bernhard ausgesprochen. Und ich so, ach so. Dark Uni, auch lieben Dank. Und Gerebois. Gerebois kenne ich. Was ist denn hier los? Oh Gott, sie kommen. Und Master of Disaster, danke schön. Master of Disaster kenne ich auch. Feuer! Master of Disaster fragt, gab's schon Ace Attorney-Infos? Also nicht im heutigen Stream. Aber wir haben schon gesagt, dass wir an der nächsten, am nächsten Spiel sitzen. Also das befindet sich aktiv in Arbeit. Ja, und es macht sehr viel Spaß, aber man weiß es noch nicht. Also es dauert einfach noch eine Weile. Ja. Aber also es wird, noch meine Güte. Es sieht so lustig aus. Dein Charakter hat ja sowieso schon dieses nach hinten lehnen. Und wenn er dann zaubert... Ich schlafe. Ja, die machen diesen blauen Dings und singen ja. Das ist ja, so ein Zauber, ja, den die machen, der Charaktere einschläfert. Wenn deine... Doch. Nice! So. Wenn deine Vasallen einschlafen, kannst du auch zu denen hingehen und sie aufwecken. Nickelback macht's richtig gut, ey. Ich war dabei. Koboldhorn. Was haben die gegessen? Das sah sehr gut aus. Also ich glaube...
alles, was ich von dem Spiel gesehen habe, es entstehen einfach immer wieder sehr unterhaltsame Szenerien. Das kannst du kaputt machen, das Ding, aber du müsstest auch so dran kommen. Das wackelt auf jeden Fall. Nee, komm ich nicht. Ach, das ist ja weird. Aber man muss, glaube ich, ziemlich lange. Du könntest auch einen Brandzauber benutzen oder so. Ja, also wir haben auch Spaß an den Ace Attorney Videos. Es ist halt nur eine, ihr könnt es euch ja vorstellen, es ist eine lange Produktion. Es dauert, ja. Und ich bin dann immer sehr heiser und dann weine ich viel. Ja, das ist auch so ein Ding. Wir können jetzt nie irgendwie 8 Folgen hintereinander aufnehmen. Dadurch, dass wir die ganze Zeit reden, geht das einfach sehr auf die Stimme. Und dann müssen wir halt auch die Zeit einteilen und sowas. Dadurch dauert es dann einfach ein bisschen. Aber wir machen uns jetzt auch keinen Stress. Also wir hetzen jetzt auch nicht durch oder so. Und wir sind schon eher Richtung Ende des zweiten Falls von 4. Und wollen ja ordentlich vorproduzieren. Ja, mindestens. Deswegen, Wo rutsche ich hier runter? Also wir kommen schon gut voran. So ist jetzt nicht. Warte mal, Fallschaden. Sterbe ich hier, wenn ich hier runterspringe? Wenn du da runter, das macht schon viel Damage. Wenn du jetzt hier runter, runterdingst, also springen, wenn du springst, nimmst du wirklich viel Damage. Wenn du einfach nur slidest, dann geht's. Na gut. Okay, ich geh jetzt mal zurück ins Dorf. Hätte sein können, dass da selbst ein Sprung noch gar nicht so schlimm gewesen wäre. Nee. So, wir rennen zurück. Also nur, dass ich das wirklich mal verstehe. Hier so Teleportation geht nur mit diesen speziellen Items, ne? Mit diesen. Ja. Okay. Also, du brauchst sogenannte Fairy Stones, heißen sie im Englischen, ich weiß jetzt nicht, wie sie im Deutschen heißen, von denen es nur eine limitierte Anzahl gibt im Spiel, um überhaupt, das ist immer da, wenn dich deine Kumpanen auf etwas hinweisen, das ist dann entweder eine Leiter oder ein Gegenstand oder sonst irgendwas. Okay, verstehe. Also, die haben da oben irgendwas entdeckt. Das Ding ist, das bleibt manchmal auch stehen, selbst wenn du es schon ausgecheckt hast, deswegen, das ist nur verwirrend. Kann ich mir denn einen Marker setzen? Ja. Einen Wegpunkt setzen. So, okay, alles klar. Und dann kannst du weiß ich. Also wenn du jetzt links abbiegst, wenn du jetzt da weitergehst, da gehst du zum Ding. Aber wir wollten ja eigentlich nochmal zum. Geht's hier? Ah ja, stimmt, du hast recht. Ding zurück. Keine 3 Meter gelaufen, wir verlaufen. Haben die fahrenden Händler, Dopsy, weil du sagst, sie sind nicht limitiert, haben die unendlich viele davon? Also kann man sich wirklich, solange man das Geld hat, unendlich viele davon holen? So, ich bin ja. Aber das habe ich jetzt selber noch gar nicht gecheckt, ob die dann einfach ausverkauft sind oder ob die die immer wieder reinkriegen. Ich dachte, es gibt insgesamt nur 10. Der Punkt ist aber, nee, es ist ein Unterschied. Also es gibt noch eine andere Sache, nämlich sogenannte Port Crystals. Ach so, die meinte ich. Und die musst du manuell in der Welt platzieren, um dich dann dahin teleportieren zu können. Verstehe. Weil ich habe bisher nur 2 Punkte gefunden, an die ich mich fest teleportieren kann, ohne dass ich irgendwas selber setze. Ach, holst du dir wieder einen Bogenschützen? Ja. Sie sind beides. Ach so, nee, dann möchte ich nicht entschuldigen. Nee, aber ach deine. Ach so, Joe ist ja richtig. Ja, stimmt. Deine eigene ist ja auch eine Kriegerin. Also, du hast jetzt gerade 2 Kriegerinnen. Ja, ja, aber. Weil das links ist ja nicht dein Nickelback. Hä? Was denn? Ist das nicht mein Nickelback? Nein. Du kannst deinen Nickelback nicht austauschen. Ach so. Aber dann sah er komischerweise. Ach so, ja, stimmt, da anders auch. Auch ein Satz. Ja, weg damit. Keine. Ja, genau. Endlich fahrende Händler. Restocks gibt's auch. Ah, okay. Verstehe. Das ist ein Abzeichen. Ganz toll. Ja, gut zu wissen. Aber selbst, also, weiß nicht, ich habe das bisher nicht als Einschränkung in dem Sinne empfunden, weil ich fast immer nur gelaufen bin. Also, ich habe mich vielleicht 2-mal teleportiert bisher im Spiel. Okay. Und den Rest bin ich gelaufen. Laufen ich hatte nur einmal so ein Ding, wo ich so ganz weit im Süden war der Map und ich bin richtig lange gelatscht und dann dachte ich, oh, ich habe jetzt hier die Stadt erreicht, oh, jetzt kann ich mich hierhin zurückziehen und es gab einfach keinen Kristall in der Stadt. Das ist schlecht. Die hatte einfach keinen. Ja. Weil ich dachte so, was, wie könnt ihr denn da keinen Kristall hinsetzen? Aber direkt neben der Hauptstadt ein, das ist doch voll komisch. Naja, aber also es ist auch so, zum Beispiel bei Skyrim damals, vor 30 Jahren, wann das rausgekommen ist, da hatte ich auch immer so dieses, ich laufe überall hin, weil das so schön ist. Ja, ja, ja. Bis man dann irgendwann merkt, ja. Also ich habe jetzt halt 14 Fairy Stones oder 15 oder so. Also ja. Ich könnte mich schon hin und her teleportieren.
Okay, die labern jetzt einfach. Guten Abend, was hat Nickelback in Dragon's Dogma verloren? Oh. Entschuldigung, ich habe gerade erst eingeschaltet. Schön, Ferdinand. Sehr schön. Wir sind selber eindeutig Krök Cheddar. Krök Cheddar. Hallo? Schauen wir dir an. Eigentlich hätten wir es Bickelnecks nennen müssen, oder? Wenn er Krök Cheddar heißt. Ja, wir hätten es ein bisschen unauffälliger machen sollen. Kann man ihn umbenennen? Nee, ne? Legally distinct. Nee, umbenennen geht, glaube ich, nicht, oder, Chad? Aber jetzt kannst du mal zu diesem Rastzelt zurück, um deine neuen Fähigkeiten zu lernen. Geil. Genau, ja. Muss man das hier machen? Ach, stimmt, ja. Genau. And if you'd like to change your vocation, come see me anytime. Come see me anytime. Laufbahngilde. Fertigkeiten erhalten. Ja, ist das eigentlich das gleiche Ding, aber ja. Weil guck mal, hier, das sind jetzt Fähigkeiten, die du neu dazu lernen kannst. Ja. Ach, haben wir da vorhin gar nicht drauf geklickt? Nee. Da hätten wir vorhin uns eigentlich schon Fähigkeiten holen können. Gunst des Feuers, Schutz, was ist denn, also ich möchte irgendwas, was Kabam macht. Also diese Gunstdinger sind Verzauberung, also du verzauberst die Waffen deiner Kumpanen, damit sie diesen Damage machen. Ja, Blitzregen ist wirklich ein aktiver Zauber, den würde ich mir auf jeden Fall holen. Auf jeden Fall holen. Der ist auch richtig nützlich, finde ich zumindest. Ich mache mal B. Jetzt hast du nicht geslottet. Weil ich ihn auf B legen wollte. Nee, du musst und da muss ich A drücken, ja, so, verstehe, ja. So, Schutz ist, glaube ich, auch nicht verkehrt, wa? Können Sie auch machen. Drei Angriffe, aber noch um Kernfähigkeiten. Ah, was ist jetzt der Unterschied? Das ist meine, die ich so gerade gespammt habe, ja? Genau, die musst du auch nicht casten oder so. Das ist einfach das Standardmäßige. Oh, das hätte ich auf jeden Fall. Das ist das, was ich meine. Das ist so gut. Das gab es halt im ersten Teil nicht. Okay, fan. Und das andere, die Kernfähigkeit, die andere kannst du ja auch holen. Die kostet fast nichts. Obwohl, warte mal, nee, hol sie dir mal nicht, hol dir mal lieber den passiven. Ich wollte gerade sagen, 300 erhöht magischer, aber sowas von. Weil das sind die, das wäre jetzt eine Fähigkeit, die könntest du auch mit einer anderen Vocation noch slotten. Weil du hast ja da eine bestimmte Anzahl passiven. So, und hier, okay, der hat auch da, ja, guck mal, das ist genau, und dein Nickelback, sie hat jetzt wirklich individuell von dir ihre Disziplinpunkte, die sie dann verteilen kann. Weil bei ihr funktioniert das ganz genauso. Okay. Wahres Ablecken. Lenken. Ja gut, Kraftzahl, du hast ja 65 Stunden im Spiel, da hätte ich auch schon mehr Fairy Stones benutzt. Ich habe ja nicht mal die Hälfte deiner Spielzeit, glaube ich. Momentan. Oh, Kämpfer. Okay, ach klar, und da könnte man auch die Dings noch. Komm mal auch noch. Genau. Verstehe. Und du könntest halt jetzt schon auch sagen, nö, ich spiele was anderes. Das finde ich witzig. Die kosten halt 100. Jetzt hast du halt so viel ausgegeben, dass du es gerade nicht hast. Aber 100 ist eigentlich nix. Also ja, okay. Und nee, du kriegst dann auch direkt die entsprechende Waffe und Anfangsequipment für die Klasse. Warum kann ich dir ein Geschenk geben? Du kannst jedem NPC ein Geschenk geben. How odd. Das fand er nicht so gut. Wieso? Hat er nicht verstanden. Weil, warum? Wenn du mal zurückgehst, geh mal zurück, drück mal Start. Geh mal auf, wo war das jetzt? Chronik? Genau, NPC-Logbuch. Hier werden alle NPCs aufgelistet, die du triffst, mit ihrem, das, was sie mögen und wo sie sind. Wo das sie ist ja ein halbes Xenoblade. Es ist tatsächlich ein bisschen Xenoblade. Aber es ist leider keine große Grafik, wo ja, so Pfeile mit denen verbunden, wo man dann so ein großes Netz sein. Und du denkst, wer ist das und warum hasst er den? Und dann kannst du dir das nachlesen. Weil hier siehst du dann, was sie halt mögen und das sind dann die Gegenstände, die ich du ihnen schenken könntest. Ich weiß doch nicht, wer das ist. Ach so, das ist nach... Also gerade ist es nach Ort sortiert. Ja. Jetzt sind es alle. Ja gut, egal. Wenn er kein Apfel mag, ist kein, mit dem wir nichts zu tun haben. Und also wenn du die dann voll ausgepowert hast und die dich total mögen, dann kriegst du auch was dafür. Oh, ich weiß nicht, ob die... Reagieren die da drauf jetzt? Reagiert er da drauf? Ich habe ihm gerade einen Apfel gegeben. Nee. Okay. Findet er gar nicht. Nee. Okay, 1000. Das ist gar nicht so schlimm. Du musst eigentlich nicht schon wieder rasten. Okay. Warum möchte ich einmal? Ja. Einmal. Speichert er denn wahrscheinlich, ne? Er speichert wahrscheinlich sowieso. Er speichert ständig. Ich hatte das Spiel tatsächlich gestern noch unironisch mit Xenoblade Chronicles X verglichen. Sehr gut, Dobsy. Einer muss es ja machen.
Also das mit dem Netzwerk ist wirklich merkwürdig. Ja, das verstehe ich. Ich weiß auch nicht, welche Einstellung das gerade bestimmt. So, und dann können wir jetzt eigentlich zu dieser... Ah, oh, was hat er? Jetzt ist es passiert. Ich hab den... Red mal mit ihm. Ach so, wir haben vergessen, Nachschub zu organisieren. Ach so, hatten wir diese Quest schon? Ja, ja. Na, das könntest du auch noch machen. Einfach nochmal nach Norden gehen und nach ist dem schon... Kannst mal gucken, ob du die Quest noch slotten kannst. Ach so, jetzt bin ich hier in dem Ding... Kann ich die hier, oder ist das das hier? Nee, geh mal hier raus. Das ist gerade die andere Quest, die Hauptquest. Muss ich hier? Aufträge. Die da. Misere des Versorgens, genau. Wenn du hier mal einmal zurück, hier kannst du priorisieren drücken mit X. Ah ja, und dann okay, wird sie dir auch auf der Map okay, dann geht's 1 und 2. Okay, verstehe. X hat aber Max. Das ist wahr, dafür gibt's jetzt hier Nickelback. Also den Kröger. Ich finde es ein halber Mac. Den Krüg, Entschuldigung. Auf geht's. So, warte mal. Jetzt gehst du aber nicht das zur Quest, ne? Ach nee, genau, das andere. Wie das knallt. Einmal kurz gucken. Okay. So, und okay, wenn okay. du jetzt LT drückst, brichst du es ab? Ja, oder nicht? Achso, ich habe LB gedrückt, ja. Weil das wäre eigentlich ganz gut mal zum Üben. Einfach mal, caste mal einen Zauber. Warte, ich muss dir die Kacke aufheben. Ja. So, warte mal. Ich caste und dann einfach LB. Okay. LT ist wieder abbringen und jetzt kannst du mal diesen Quickspell ausprobieren. Wenn du castest, RB drücken. Den rechten Bumper. Wenn ich caste. Wusch. Oh. Das kostet halt mehr Stamina, aber dafür kannst du super schnell zaubern. Oh, ich habe auch wieder nicht Das ist okay. Selbst das kannst du nur abbrechen. Das finde ich sehr angenehm, dass es keine Mana-Anzeige gibt, die quasi mit Tränken oder so aufgefrischt werden muss. Die Welt wird aber auf den ersten Blick sehr geleitet und weniger weitflächig. Also sie ist auf jeden Fall weniger weitflächig als Dragon's Dogma 1 am Anfang, wo du ja sehr schnell in relativ große Gebiete kommst. Aber es wird hier auch noch größer. Ich würde aber generell sagen, das habe ich ja auch im Podcast zu Robin gemeint, ich finde, es wirkt alles ein bisschen mehr designed. Aber auf eine gute Art, weil die Welt ist sehr dicht. Ne? Also du hast zwar jetzt nicht diese riesige weite Ebene, wie jetzt im ersten Dragon's Dogma oder auch in einem Xenoblade zum Beispiel, aber eine sehr schön durchdesignte und auch wirkt wie von Hand designte Welt, die dann trotzdem immer wieder die Panoramen aufmacht, wo du merkst, oh, okay, hier ist aber auch wirklich groß. So auf die Ausdauer musst du achten. Ja, ich weiß, wo du guckst, okay. Wird aber angefasst und dann ist besser. Ja, weil die damit diesen Auspowerzustand heilen können. Ah, okay. Weil im Kampf kann das schon sehr eng werden, also da muss man sehr auf Stamina achten. Aber dafür hast du halt kein Mana, ne? Also dir können die Zauber nie ausgehen. Ja. Das ist alles an die Stamina gekoppelt, das ist so smart. So, dem liefern wir jetzt die Liste ab. Genau. Sir Geoffrey. Wow. Du musst ihn mal drücken. Diese Nase macht das Ganze auch wirklich sehr windschnittig. I've got plenty to carry as teeth. So, and make haste. I would depart for the encampment even a moment sooner. Warum überrascht mich das nicht, dass wir jetzt den Shit einsammeln sollen? You know what to do. You know what to do. So, hast du das vielleicht schon, was er will? Sieht fast aus, ne? Soll ein Hartknollen. So, wie viel soll ich? Eine davon kann ich. Genau, diese fünf Dinger musst du oben abliefern. Okay. Das hast du ja schon. Nee, das war noch nicht alles. Ja, ja. Okay, sprich ihn nochmal an. Du bist gerade beim Menü nicht alles durchgegangen, genau. Ach, es wird mir hier, aber ich hab doch... Nee. Geh ruhig, geh nochmal. Geh nochmal auf einmal RB. So, bleib mal hier drauf. So, und jetzt kannst du hier drauf gehen, einmal A drücken. Ach, er will drei Hartknollen haben. Er will drei Hartknollen haben. Und dann kannst ich du jetzt dachte, hier welche aussuchen. Das Spiel macht automatisch, sagt A, you got Hartknolle. So, und dann noch den einen Trank, der rechts oben fehlt. Ah. Und dann hast du nämlich schon alles. Jetzt verstehe ich es. Merkwürdig, aber gut. Ja. Take this for your trouble. Was kriege ich jetzt? Zwei Gold? Wegpuder? Making our report ought to be our next priority. Aber gut, dass er gerade weggegangen ist, weil ich gerade gedacht habe, das ist aber nicht viel.
Ich drücke auch immer noch, oder Karte. Und dann kannst du die Quest wieder abgeben. Okay. Sir Marcus was well pleased, Master. Die Quest habe ich tatsächlich erst wirklich nach irgendwie über 10 Stunden gemacht, als ich hier nochmal hin zurück bin und so dachte, ach huch, hier gibt's ja noch eine Quest. Er sieht aus wie... Ja, das sind die Augenbrauen. Wie heißt er denn? Der Wrestler Kingston von All Elite. Was ich sehr lustig finde, ich höre ja den Fighting Game Podcast Triple KO mit Maximilian Dude, Justin Wong und Matt McMuscles. Keiner der Namen hat irgendwas gesagt. Das dachte ich mir. Und die hatten jetzt in ihrer neuen Folge, weil Maximilian Dude hatte da keine Zeit, und stattdessen war Kenny Omega im Podcast. Oh, der ist super. Voll der Videospiel-Fan der ist der einfach ja. über die ganzen Games mitreden kann. Das ist voll lustig fand. Kenny Omega ist mega krass. Der war ganz lange in Japan und hat da so eine mega sympathische Questline. Golden Lovers, glaube ich. So, cool, was haben wir gekriegt? Trockenobst. Wer bist du? Warum? Die Pawns von anderen, die sprechen dich manchmal einfach so an. Und sagen dann, ich bin gut da drin, das und das zu machen, und dann kannst du sie anheuern, oder nicht? Weißt du was? Das gehört sich nicht. Du wohnst ab jetzt hier oben auf dem Zelt. Oh, wow. Und jetzt leidet er runter? Nee, hoch. Na gut. Hat ihn wirklich gar nicht gestört. Live. Nee, wirklich, hat ihn gar nicht gestört. Das wiederum. Ah, ja, so ein bisschen ins. Oh. Das wiederum, junger Mann. Nein. So, jetzt will ich aber nochmal was sehen. Jetzt gehen wir zur anderen Quest. Nein. Das ist auch noch ein Ausrufezeichen. Da möchte auch noch jemand irgendwas, ne? Nee, das sind nur die Pawns, die dir Sachen zeigen. Und wenn die das hier machen, ne? Wenn die dieses Handsymbol haben und sagen, hier, folgt mir, dann haben die schon Informationen für die Quest, die du gerade machst, und bringen dich dahin. Ja, aber... Okay. Ich meine, es ist in dem Fall nicht so nützlich, weil dein Questmarker ist da, wo die Quest ist. Also, aber er würde dich jetzt bis dahin navigieren. Und du kannst ihm folgen, musst du aber nicht. Aber dann läuft er einfach weg, oder? Oder kommt er dann zurück und ist so... Nee, er bleibt dann bei dir. Er sagt dann, oh, ihr wollt mir nicht folgen? Dann halt nicht. Ich kann nicht, ich bin alt. Was denn jetzt? Fängt an, dich anzugreifen. Nee, da sind nochmal Harpien. Jetzt kannst du deinen Blitz benutzen. Kann ich grad sagen. Jetzt muss ich mich nur dran gewöhnen. Gut. Muss ich denn? Wenn die so fliegen, ist das manchmal schwierig, die zu treffen. Aber gerade dann sollte es doch. Das knallt aber schon. Das bumst gut, Tom. Das bumst ja. Impact haben die Zauber auf jeden Fall. Was? Achso. Obwohl ich gestaunt habe, ich habe meinen Sorcerer auf Max-Level inzwischen. Ja. Also den Vocation Rank ganz hoch gelevelt. Und ich habe keinen Meteor bekommen, wie im Originalspiel. Das ist aber falsch dann. Ja, ich hatte schon von so einem NPC habe ich schon so ein Special-Bonus-Spell bekommen, aber ich frage mich, es muss dann irgendwo anders noch den Meteor geben. Also ich finde, es müsste schon so ein Planet auch wirklich auf die Erde kommen können. Ja, das will ich auch. Es muss doch spektakulärer werden. Warum läuft... Weiß jetzt jeder, wo es hingeht, außer mir, oder was? Ach nee, ihr seid nur vorgelaufen. Wie, hier geht's nicht lang. Doch, wir wissen noch. Hier vorne links. Genau, und da fahren wir dann noch nicht. Geht mit einer Quest erst. Ja, das dachte ich mir schon. Ich kann noch. Ich dachte, wenn ich einen mal über die Klippe schmeiße, also ich bräuchte wirklich so einen Knopf, und dann macht man, und dann kommt einfach so ein Nickelback. Goodbye! Das ist wirklich, die haben, glaube ich, für alles, sich einrichten. Für alles den passenden Song. Jede Situation in diesem Spiel. Ja, Döpsi, ich weiß, aber das dann. Ich hätte halt gedacht, ich kriege irgendwie trotzdem mehr dieser Kernzauber beim regulären Auflevel. Und wie gesagt, einen der Questzauber habe ich ja auch. Und ich habe schon zwei Fähigkeiten für den Thief, den ich bisher noch nicht so viel benutzt habe. Kannst du fliegen? Fliegen? Ja. Nee, ich kann leicht schweben mit einem Magier.
Ist er leicht schweben? Naja, wirst du selber noch sehen. Leicht, ich kann sanft fallen. Das ist meine Spezialattacke. Ich würde es jetzt nicht als Fliegen bezeichnen, aber man kann so ein bisschen rumschweben. Ich kann ja nicht mal richtig springen. Das ist schon ein guter Sprung. Was ist denn hier los? Da ist kaputt. Ja. Es wurde dir auch gesagt, der Drache hat dir angegriffen. Er steht halt wirklich immer so, als wäre er hart betrunken und müsste ganz hart gegen die Schwerkraft ankämpfen. Ich kann noch. So, ja Gott, da geht man einmal ein bisschen drüber. Okay. Cutscene time. That is most unfortunate. But it doth not release thee from thy fate. Da ist die Mörderin. Die kriegt aber sowas von einen Flug. Von der Klippe. Wo wird die hingeschmissen? Also. Oh oh. Ach so. Ja, Big Dragon. Hab ich sorry? Viel Spaß. Mhm. Ciao. Tschüss. Springst die Klippe runter. Oh, wie geil das aussieht. Musst du doch selber auch sagen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ob man hier abhauen kann. Ist mir gar nicht die Idee gekommen. Oh. Und trotzdem die Katze? Ja, okay, das macht keinen Unterschied. Oder was? Wie hat sie denn da daneben geschossen? Obwohl doch, das ist doch jetzt anders, oder? Nee. Nee, nicht wirklich. Okay, ich spiel grad Elden Ring, was wird? Nee, das wird nichts. Ja, ja, ja. Einfach Luft anhalten. Nee. Dabei habe ich Feuerresistenz gespeckt. Das geht schon, ein bisschen Feuchtigkeit heute Abend. Kannst du mir die Nevea reichen? Ja. Eine Badewanne. Hier riecht's nach Hühnchen. Ach, das bin ich. Unfair. Aber sehr präzise, dafür, dass es so eine große Kreatur ist. Man muss anatomisch bewandert sein. Von einer Ameise gezieltes Herz rausnehmen? Ich kann mir ja noch nicht mal selber gezielt das Herz rausnehmen. Nam nam nam. Fing Teil 1 nicht genauso an? Ja. Ja. Anfang. So entsteht der Arisen, indem ihm das Herz von einem Drachen... Ja. Aber... ja. Naja, ist ja logisch. Aber, sucht er sich irgendein Herz aus? Das ist die Frage, ne? Ja, ist halt ein Drache, ne? Title Drop? Ach, die hatten wir schon, ne? Title Drop hatten wir schon. Die ist eine ziemlich beschissene Bogenschützin, die würde ich nicht anheuern. Sag dir, wie ist. Aber mit einer Balliste, da kann sie... Ja, mit einer Balliste... Da kann sie gut mit umgehen. Also sie hat ja nur gesagt, feuern, gezählt haben ja andere. Also was ist denn das auch überhaupt? Ja, ne? Aber jetzt kümmert sie sich um uns. Ja, ein schlechtes Gewissen, weil sie so einen Greif abgeballert hat. Also manchmal sieht das richtig gut aus.
Die kann lächeln, wie sie will. Die fliegt. Thank goodness. Die fliegt. Ja, ganz gut. Nicht so wie meinem Greif, dem man zufälligerweise einfach einen Stock ins Herz gerammt hat. Ja, sie hat bei mir so verkackt. Aber Gesichtsanimation schwierig, ne? Ja, also in den Cutscenes sieht es gut aus, aber diese Standard-Gesichtsanimation, auch bei ganz vielen NPCs, sieht es auch creepy aus. Also gerade wenn du mal Kindern begegnest. Gibt es Kinder? Uiuiui. Kann ich ja. Kinder? Also ja. Ja. Einfach so? Ja. Machen die andere Geräusche? Also. Ja, da bin ich ja nichts. Mich interessiert es aber auch nur. Also sagen die hui oder irgendwie so. Kannst du sehr schnell rausfinden, Mats. Ist das so? Wenn ich in der Stadt, hui, wo Kinder sind? Ah, VOD, goodbye. Goodbye! So, ja. Es ist doch gut jetzt. Du hast mir das Leben einmal gerettet und hast meinen Greif getötet. Ich würde sagen, das wiegt sich ein bisschen auf. Wenn ich mal Schuhe. Decken. Ach, das ist gar keine Decke. Das ist einfach sein Rock. Und er weiß es auch. Er guckt sie auch so an und ist so. I will never forgive you. Wenn wir ihm keinen Bart gegeben hätten, hätte er ein bisschen ausgesehen wie der König aus Helden in Strumpfhosen. Er hat auch diesen das Jaw. Markante. Ja. Ja. Und diese großen Augen. Er guckt schon ein bisschen in die Seele. Ah, excellent. You must be the one. You match my description. I'm glad I found you. Ist das nicht so alles abgebaut? Ach nee, das war alles Erinnerung oder was? Ach, ich weiß es auch nicht. Nein. Das Dorf besteht einfach aus mehr als nur den abgebrannten Häusern. Okay, jetzt schicken Sie mich in die Hauptstadt. Okay. Ihr seht aus, als könntet ihr sehr schnell laufen mit diesen kleinen nackten Füßen. Sir Leonard was asking after you as well. Mayhap now would be a good time to speak with him. Last I saw, he was having a drink at the inn. Kann ich eigentlich auch in der Stadt Zauber wirken? Ja. Shall we seek some answers? Weil ich dachte gerade so ein. Aber das brennt ja nicht, ne? Wollt ihr gerade mein Haus anzünden? Nein! Entschuldigung, Mister, was machen Sie da? Das ist mein Haus! You're lost? Das heißt, niemand wird dich vermissen? Drogistin? Na. Ja, das ist vielleicht einfacher, wenn du gar nicht zurückkehrst. Oh boy. Naja. Mich interessiert einfach, was passiert. Ja, also, tu dir keinen Zwang an, Mats. Du kannst das probieren. Kann ich jetzt hier reingehen? Bin ich hier gerade rausgekommen? Komm, du bist neugierig. Ich weiß, ja, bin ich auch. Ich bin auch neugierig. Ich bin erstmal neugierig. Du kannst da reingehen, ja. So, ist sie hier irgendwo? Ja, sie ist da. ein Ding der Ehre. Das ist ich. Wenn ich der Greif wäre, hätte ich dasselbe von ihm verlangt. Ja, warten Sie mal. Ja, warte. Stopp. Halt. Ganz kurz. Hier schön. Hier ist hervorragend. So, Greif Herbert, ich hoffe, du weißt, was du mir wert warst. Das ist echt ein guter Wurf. Das war echt ein richtig guter Wurf. Der kam von Herzen, hast du aber auch gemerkt. Spawnt sie jetzt hier, oder? Oh, goddammit! Nein, so machen wir das nicht. Oh Gott. Oi. Vielleicht muss ich sie nicht ins Wasser schmeißen. Ich glaube, das ist der Trick. Man darf sie nicht ins Wasser schleifen. Ich finde es so lustig, dass sie da gar keinen Kommentar zu hat. Oh, das klang nicht gut. Entschuldigung?
Ist alles gut? Ulrika? Ich sehe sie nicht mehr. Wir sollten ein Kind hinterher schmeißen, um zu gucken, ob es ihr gut geht. Also Mats, es gibt auch ein ganzes System um NPCs, die sterben in dem Spiel. Das ist wirklich nur für die Wissenschaft. Kann ich mit denen auch Lettern hochklettern? Nee, während du einen NPC schulterst. Kann ich die weiterschmeißen dann? Wenn sie leichter ist. Oh mein Gott, Mann. Ich glaube schon. Ich glaube, die ist weitergeflogen. Na, die spawnt ja, da mache ich mir keine Sorgen. Mats ist ein Pionier, ja. Ich warte nur drauf, dass sie dich beim Spawn selber runterschubst. Ich bin kurz davor. Ist die andere jetzt weg? Ja, also... vermutlich auf der Klippe, hätte ich gedacht. Ja, Fruchtmedikament hast du noch nicht. Habe ich nicht, nee. Nee, du warst schon auf alle. Ganz am hab nix. Ja, ich weiß, wo ich dich finde. Das ist wirklich... You know where to find me! Jeez. So weit okay, ist wieder aufgestanden. Ist wieder aufgestanden, alles gut. Dann weiß ich, wo ich sie finde, dann wird sie nicht in der Stadt rumlaufen. Okay. Dann haben wir das mal ausprobiert. Ist sie jetzt hier ein Haus respawnt? Ich will nur sicher gehen. Die respawnen doch irgendwann. Naja. So, wir gehen jetzt mal hin. Ja. Ich wollte nur noch mal gucken. Das wird keine schlechten Konsequenzen für mich haben. Na, guck. Easy. Also Nummerngraf meint, die Ulrika liegt da noch. Hab den Arm da liegen sehen. Ich hab den Arm nicht erkannt. Nee, auch nicht. Willst du in meiner Band mitmachen? Ist das nicht? Ihr seid derjenige, der Ulrika lebt. Ja, das kann sein, dass es die von ihm ist. Aber ihr seid derjenige, der Ulrikas Leben gerettet hat, nachdem du sie gerade die Klippe runtergeschmissen hast? Eins nach dem anderen. Sollen wir jetzt ja sagen oder nein? Du kannst ja nochmal zur Klippe gehen. Ja, also wenn sie auf dem Boden liegt und liegt, dann ist sie vielleicht auch tot. Also tot? Also respawn tot nicht? Naja, wie gesagt, es gibt ein ganzes System um tote NPCs, man. Du kannst ihn einfach hinterher schmeißen. So, kann man der Gilde beitreten, ja? Sollte man der Gilde beitreten? Nee, das ist einfach nur so, das Vocation-Guild gegen deine Klasse und so. Genau, und hier sagen sie dir, dass es halt im Spiel NPCs gibt, die quasi Meister sind und von denen du nochmal spezielle Fähigkeiten lernen kannst. kannst du komplett zu dir? Nee, leider nicht. Entschuldigung, ich bin gerade beschäftigt. Ja, warte, Moment. Entschuldigung. Hey. Er flieht. Er flieht? Er flieht. Wo flieht er hin? Weiß ich nicht. Ich jetzt erstmal Ulrike suchen, ganz kurz. There's a ladder here. Hier? Ja, danke. Du kannst hier wahrscheinlich eins runter. Wenn du mal selber runter... Da ist auf jeden Fall irgendwas da. Ich glaube, sie ist tot. Ich glaube, sie ist... Du kannst ja hier mal runter. Oh, eine Blume. Entschuldigung? Ach nee, ich dachte, das ist was anderes. Yep. What could yon chest be hiding? Geh mal hin. I must know. Let us hope your curiosity will be rewarded. Also, hier ist auch noch eine tote Textur. Ja. Die Toten wiederbeleben. Wenn ein Bewohner dieser Welt stirbt, ist das nicht notwendigerweise das Ende, denn der Erwecker hat die Macht, die Gefallenen wiederzubeleben, indem er in ihrer Nähe einen Lazarusstein benutzt. Beachte jedoch, dass die Körper der Toten nicht der Gnade der Elemente überlassen werden, sondern bald zu einer Totenkammer oder einem Leichenhaus in einer der größeren Städte gebracht werden. Ich kann die Leichenhäuser füllen? Ja. Und dann kann ich hingehen und die wieder... Und dann kannst du dir NPCs, du kannst quasi sagen, wo liegt denn hier so und so, und dann kannst du die...
mit einem dieser Lazarussteine, von denen du im Laufe des Spiels mehrere findest, die auch dazu benutzt werden, wenn du selber stirbst, dich wieder zu beleben, falls du einen Kampf nicht neu laden möchtest oder sowas. Deswegen, ja. Also du kannst sie auch trotzdem immer noch nehmen, ja. Und wenn ich sie... Oh. Ja, wie kommst du da jetzt wieder hoch? Ach je. Le Krök. Oh. Wie eine oh, Kröte. Arbeitet oh, er sich oh, den Berg oh, hinunter? Oh, oh. Ja. Shit. Ich meine, du kannst auch ins Wasser springen. Ja, ihr müsst dich eigentlich oben wieder hin. Wenn du mich nicht hoch... What a shame. What a shame. Hilfe. Hilfe. Well. Die warten noch nur drauf. Ja, ich glaube, das ist... Ich mach's platsch. Ich bin froh, dass du nicht den Boden getroffen hast, ja, ja. Sonst wärst du tot gewesen. Aber was ist jetzt mit Ulrike? Die liegt da noch. Da! Oh! Mhm. Nee, es war, glaube ich, nur, weil sie da wieder platziert wurde. Ich glaube, sie hat sich einfach nur ein bisschen... Okay, wie kriegen wir Ulrike hier hoch? Müssen sie eigentlich ins Wasser schmeißen, ich glaub, oder? Ich glaube, du kriegst sie da nicht. So, ah, 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 oh, Le Krök, warum? Ich will, also wenn sie ins Wasser schmeißt, müsste sie eigentlich wiederbelebt werden, oder ist sie dann, dass sie einfach oben im Sport nur tot? Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn du eine Leiche ins Wasser schmeißt. Na, siehst du, Tom, wir lernen beide was heute. Oh, das ist mutig. Ja, tot. Deswegen sage ich ja, wenn du springst, ist es nochmal anders. Aber als warum? Vom letzten Speicherpunkt. Ja, da, okay. Aber da müsste Ulrike jetzt auf jeden Fall weg sein. Nicht notwendigerweise. Ich weiß jetzt nicht, wo er das letzte Mal Auto gesaved hat. Wahrscheinlich im Sprung. Wäre mein Gefühl. Was macht er? Bei Kämpfen macht das ständig? I could do this all day. Ja, ist okay. I've just remembered. There was another matter. So, okay, da sind wir rausgekommen. Jetzt interessiert mich wirklich, ob jetzt... Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Da! Ach, jetzt liegt sie hier oben. Aber sie ist trotzdem tot. Ja. Okay, das weiß ich. So, wenn ich die jetzt nehme... Meine Güte, arme Ulrike. Und jetzt... Ah, jetzt ist ja... Hui! Ich bin schon tot. Ich glaube, das Kind ist weitergeflogen. Weil guck mal, jetzt ist auch kein rotes Dings, ne? Stimmt. Es kommt ja nicht der Brian. Also... Jetzt ist sie einfach weg. Vielleicht ist sie jetzt in einem Leichenhaus dann. Wollen wir es mal hoffen. Gibt es ja ein Leichenhaus? Nicht in der Stadt. Nur in den großen Städten. Also kann man wirklich sagen, ich schmeiß euch alle darunter und dann ist die Stadt leer. Ja, also wenn das du in der absurd. Großen Stadt zum Beispiel damit anfängst, dann fangen auch manchmal an, dich Leute anzugreifen, weil ja, die das dann nicht so toll finden. Aber da ist er ja. Hail, if you've a moment to spare, as you can see, we're rebuilding. Task, what's ja, ja, ja. Gut, dass der nicht gesehen hat, was du hier tust. Nein. Oh, shame. Schade, ja. Könnt ihr mir helfen, meine Tochter zu finden? Ah, leider gerade gar keine Lust. Der schlechteste Arisen. Ja, ich habe eine ganze Menge Leute unarisen gemacht. Ja, ja, ja. Hauptstadt will ich schon noch sehen. Ich will es dann. TikTok, TikTok. Ab geht's, wir sind oft vorbereitet. Dass man einfach läuft, finde ich so lustig. Gibt's hier keine Pferde? Was ist die Erklärung dafür? Sind die verboten? Das ist eine gute, also ich glaube, es gibt dafür keine Erklärung, aber ja, es gibt keine Pferde. Ich habe noch kein Pferd gesehen. Ochsen gibt's. Ochsen gibt's, ja. Let us utilize our individual strengths wherever possible. I would have preferred not to have to fight so soon. But at least I know I am up to the challenge. Try not to get hit. Let's go. Bam! Wurzel sie weg! Wenn jetzt hier noch alles anfangen Feuer fangen zu brennen. Meine Güte. Far Cry mäßig. Na? Ha. Nachts sieht das bestimmt gut aus. Oh ja. Das haben wir gut gemacht. So, weiter geht's.
There's no one standing who might say otherwise. Well, I'm sure there's still room for improvement. Get back. Ich muss hier wieder rein. Genau, den Quickspell musst du gedrückt haben. Für die sind halt dann Blitze dann ganz gut, wenn die so weit wegstehen. Ja. Die sind halt alle immer tot. Aber warum? Ja, diese kleinen Kobolde halten halt nicht aus. Joe? Joe, komm mal hier rein. Wir halten uns hier oben. Many thanks. Da heilt sie sich. Da heilt sie sich einfach. Mats will doch eine Pferde von Klippen werfen? Ja, ich glaub's auch. Wenn ich könnte, würde ich. Also wirklich. Ich würde auch ganz viel stapeln. Interessiert dich das nicht, wie viele Steine man stapeln kann? Ja, ich glaube, du kannst nicht so richtig stapeln, deswegen. So it has always been. To claim the title is to claim the throne. Yet not all claim it true. Was ist das denn? So. Our kingdom. Ein Tod? Das ist die, die nicht getroffen hat. Die einfach alle draufschlagen. Ah, I like it. Hä? Hä? Ach so. Wow. Jetzt, warte, jetzt. Oh. Ich glaube, sie ist jetzt wirklich tot. So. Ach so. Der Kobold. Wow. Als ob. Aber habe ich richtig gut gemacht. Ja, ich glaube, Magier ist schon cool. Aber ich glaube, die richtig coolen Sachen passieren erst später. Naja, du kriegst logischerweise noch krassere Fähigkeiten. Kann ich nicht heben. Oh, da drüben sind sie doch. Ganz so weit schmeißen kannst du dann auch nicht. Mit Menschen wäre das gegangen. Ich möchte die Truhe hier noch. Na, ah! Flammendes Gebräu. So, hier, Sackgasse, was soll das? Jetzt geht doch noch auf den Weg weiter. Oder hier runter. Sagt er nicht, weiter geht's? Ja, ja, kannst ihm folgen. Von da sind wir gekommen. Nee, der geht gleich. Ah ja. Ja, einmal rum. Dann musst du nur wieder auf den Weg zurück. Gute Red Dead Redemption Pferdewegerkennung. Ja, das ist wirklich so. Soll ich dich ein bisschen tragen, den Weg? Oh, danke schön. Diese Stiefel sind wirklich unbequem. So. Nicht mal danke. Ist das schon die Hauptstadt hier? Ist ein Tor. Nee, ist nur ein Tor. Hold here a moment. I shall bid them open the gate. Wie schwer das ist. Musst du mal A drücken. So ungewohnt, oder? Dass man wirklich ja, jede ist, Dialogzeile bestätigen muss. Das ist für sich alt an. Watchhead, sir? An arisen, by all appearances. An arisen? Another pretender, you mean? Wir hauen ihn kaputt. The sovereign's ascension has done little to stop such charlatans from plying. It is uncertain. This one commands the loyalty. What? Okay, 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 okay. You know as well as I do that there can be but one arisen. Okay, verstehe. Unangenehm für den, der sagt, er ist arisen. I'm well aware of how preposterous the idea is, thank you. However, as I do not believe it my place to rule on. Gibt es eigentlich keinen richtigen Grund, Teil 1 vorher zu spielen? Also ich habe jetzt, ich habe ja Teil 1 nie durchgespielt, deswegen weiß ich sowieso nicht, ob da jetzt Dinge passieren, die einem hier helfen würden, aber es gibt auf jeden Fall Informationen über die Pawns, die man. Und die ganze Welt und so, die man dann hätte schon. Ich habe aber fast die Befürchtung, dass Dragon's Dogma 2 das gleiche erzählt. Ich weiß es aber nicht. Warum heile ich nicht? Aber man muss auf jeden Fall nicht Dragon's Dogma 1 in irgendeiner Form gespielt haben vor Dragon's Dogma 2. Spielt sich das dann heute noch gut? Dragon's Dogma 1, ja. Ja. Ja, ja, ja. Es fühlt sich sogar in manchen Aspekten besser an als das Spiel hier. Verstehe. Weil zum Beispiel Kamera ist ja hier ziemlich träge. Mhm. Und dein Character Movement auch. Und das ist in
im ersten Teil noch schneller, ein bisschen arcadiger. Und vor allem, wenn du Dark Arisen spielst, den Re-Release von Dragon's Dogma 1, dann hast du einen Eternal Fairy Stone, das heißt, du kannst dich unendlich oft teleportieren und das ist nicht eine verbrauchte Ressource. Das macht es dann auch einfach zugänglicher. Ein bisschen, zugänglicher, ja, genau. Und dadurch, dass, also in Dragon's Dogma 1 hilft das auch mehr, weil die Welt ist nicht so dicht, ne? Also da hast du wirklich viel, wo du einfach nur latscht, ohne dass was passiert. Ja. Verstehe. No more or less than what one might have expected. Kann man die Kamera noch ein bisschen weiter weg machen eigentlich? Oh, weiter weg glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst nur... Oder ging das? Weiß ich gar nicht. Kamera verfolgen. Doch, Kameradistanz gibt es tatsächlich ganz unten. Aber ist schon komplett weit... Nee. So. Zumindest ein bisschen. Kamera. Was mir sehr geholfen hat, ist Kamerageschwindigkeit hochzudrehen für X- und Y-Achse. Habe ich fast immer auf Anschlag. Ja, ich bin mal nicht ganz so wild. Ist es weiter weg? Ja, wenn dann nur ein bisschen. Minimal, ne? Was ist das hier? Aha! Ein Riftstone. Schön. Joe. Haben wir nicht? Was denn? Haben wir nicht schon Joe dabei? Ja, war sie das nicht? Nee, weil hier steht auch noch. Hä? Tatsache. Was ist das hier? Kämpfer, du kannst Lager aufschlagen an denen. Verstehe. Lagerfeuer. Und du solltest mal Items wegmachen, weil du wirst auch langsamer, wenn du sehr schwer beladen bist. Aber kann ich das nicht alles Nickelback geben? Ja. Kannst aber du kannst auch sortieren mit, du kannst mit Y drücken, dann kannst du nach Gewicht sortieren. Nach Gewicht. Und meistens sind es die Materialien, die dich, und das hier genau das auch. Ja, jetzt wärst du schon wieder auf normal. Sehr gut. Okay. Weil diese Rucksäcke, die sind immer irgendwie sehr schwer. Und was mache ich am Lager? Ist das wie so ein Speicherpunkt einfach und kann da Sachen ausrüsten? Oder wie so ein Lager? Es ist, du kannst da rasten bis zur Nacht oder bis zum Morgen. Was war das? Das wirst du noch sehen. Guten Tag. Oh Gott, oh Gott, Vorsicht! Das ist cool. Du kannst da rasten und du kannst Fleisch, das du findest, braten, um dir Food Buffs zu geben. Okay. Und das Rasten ist aber wichtig, weil guck mal dein Leben an, ne? Du hast ja nicht mehr maximales Leben. Ach, deswegen konnte ich mich gerade nicht heilen. Ja, also dadurch, dein Maximalleben verringert sich, je mehr du reist und je mehr Schaden du nimmst. Und das wird resettet, wenn du rastest. Verstehe. Und das kann wirklich unglaublich niedrig gehen. Also ich hatte schon Maximalleben, wo ich wirklich nur noch so ein kleines Zipfelchen hatte und richtig kämpfen musste, um ins nächste Lager zu kommen. Ungünstig. Ja. Jetzt aber mal. Oh. Und du kannst noch weiter angreifen, genau. Alle tot. Alle kaputt. Tschüss, Miss Cleo. Das ist schon. Ostern. Frohe Ostern, Jesus. Und danke, Ristello. Ist schon befriedigend. Es ist sehr befriedigend, ja. Und ich finde es ein Spiel, das vor allem konstant besser wird, je mehr du an Mechaniken freischaltest und siehst, was es noch so an... Guck, jetzt sehe ich, weil ich einmal Ausdauer, glaube ich, komplett leer gemacht habe, ist mein Balken schon wieder ein bisschen runtergegangen. Ach nee, das ist einfach. Nee, da fehlt dir wohl ganz normal Leben. Aber wenn dich zum Beispiel Gegner angreifen würden, da würde es jedes Mal so ein bisschen runtergehen. Kann das sein, dass mein Quest-Dude woanders ist? Ja, der ist da hinten stehen geblieben, stimmt. Geh nur mal hin. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Ich hab keine. Doch. Oh, brennt das jetzt? Schade. Oh doch, das wird weggesenkt. Doch. Burning down your crops. Ist da noch einer? Die machen das einfach oder sehe ich einfach nicht, dass er Schaden macht? Doch, das ist einfach nur wenig. Ah, okay. Das ist immer nur ganz bisschen Schaden pro Bolt.
Aber dieser Schaden, ne, die haben ja eine lila Leiste und die wird dann grau. Ja, und dann genau, wird sie erst leer. Genau, deswegen, das meinte ich gerade. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Also du machst damit wahrscheinlich mehr Damage, als du jetzt denkst. Ja, ja, ja. Nickelback auf die. Schön. Freut mich für Nickelback. 50 Millionen verkaufte Alben und noch ein paar kommen noch dazu. Da bin ich ja vorsichtig, Mats. Meinst du, die explodieren? Wenn du die schmeißt, explodieren die auch. Aber... Das hat Ben gemacht. So, du brennst. Weil wenn du von der anderen Seite gekommen wärst, hättest du die hier auf die Kobolde runterschmeißen können. Weißt du? Das machen sie wirklich gerne, diese Sachen verteilen, sodass du sie, dass du die Umgebung zu deinem Vorteil nutzen kannst. Ja, Zelda-Style. Ja, ist wirklich ein bisschen das. Ist schon. Ich finde das total interessant, dass wir ja, wir haben jetzt zwar mit Final Fantasy VII Rebirth erst ein Spiel gehabt, was, finde ich, ein ziemlich langweiliges Weltendesign hat. Aber in den letzten Jahren waren es irgendwie immer japanische Open-World-Spiele, die, finde ich, das Genre ein bisschen anders interpretiert haben, sei es mit Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, mit Elden Ring oder halt mit Dragon's Dogma. Ja. Die so ganz eigene systemische, also Elden Ring würde ich jetzt nicht als systemisch bezeichnen, aber Dragon's Dogma und Zelda auf jeden Fall. Die das so ganz eigen machen, das finde ich voll cool. Und eigentlich ausweichen? Also es gibt so ein... Es gibt, nee, nur die Diebesklasse hat einen Dodge-Button. Ah, okay. Also ich weiß nicht, ob noch auch noch eine andere Klasse einen hat, aber die hat es auf jeden Fall. So, ich glaube, Hauptstadt gehen wir noch. Ich weiß nicht, wie weit das weg ist. Na, machen wir ein bisschen. Ja, planst doch irgendwas. Ah! Ich hätte nicht gehabt. Oh! Das ist so cool, wie die sich dann da drauf stürzen. Wo wollt ihr hin? Da sind noch welche. Oh, die will die gerade einschläfern, die links hier. Nice. Bang, 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 bang! Kaputt. Oh, der eine. Oh, das ist ja sogar Homecoming, hätte ich fast gesagt. Homing. Homing. Du kannst ihn doch auch aufladen, oder? Hattest du das schon geskillt? Nee. Nee, noch nicht? Habe ich nicht gesehen. Hätte ich natürlich gemacht. Lass mich das einsammeln. Ein Goldkäfer. Ja, die sind ganz interessant. Die kannst du benutzen. Im Inventar. Oh, was macht er denn? Dun, 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 dun. Ah. Ja, schade. You're staring, Arisen. Has aught yonder caught your eye? Lass mal ein bisschen klettern. Ich kann das mit meinen Sandalen so gut. Oh no. Okay, alles gut. So. Was ist jetzt? Können wir jetzt weiter? Hallo. Ja, was denn? Sie haben einfach ein bisschen Probleme mit dem... Wupp, 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 wupp. Jetzt? Hey. Nice. Wenn du den Goldkäfer benutzt, kriegst du übrigens erhöhtes Limit von dem, was du tragen kannst. Oh, für immer? Ja, dauerhaft. Gott, wo bin ich denn hier? Was? Was denn? Dahin? Nein, 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 nein. Achso, ist die Ausgabenstätte. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen. Dahin? Das war der Anfang einfach nur. Gut, da. Ja. Um 0,15 Kilogramm. Das gönne ich mir. Schade, ich dachte, er kriegt noch irgend so ein Leuchten kurzes oder so. Und einen Effekt. Ja. Halt den Mund. Die reden viel, ne? Die sagen manchmal auch sehr banales Zeug, aber ich find's sympathisch. Dann fühlt sie nicht alleine. Ja, es ist halt ein indirekter Multiplayer-Aspekt, ne? Weil du ja die Charaktere von anderen Leuten dann rekrutierst, wenn das online funktioniert. Und das ist schon ganz cool, weil du hast wirklich so ein Party-Gefühl, ne? Du bist halt nicht alleine. Und gerade wenn du ein Zauberer bist, bist du ja auch wirklich abhängig von deinen... Geh weg! Niemand hat mit dir geredet! Quatsch mir nicht von der Seite an, ich hab was Besseres zu tun. Wirklich? Was ist denn hier los? So nett. Ja, hier kommt kein Ochsenkarren durch. Ne, ja. Hm,
Ach du Schande. Let's go. Let's go, Mats. Ihr macht das schon. Bams, bams, bams. Ja, es ist ein Cyclops. ein Enemy. Ding in deiner Ausdauer? Stimmt. Ich habe ihn geblendet, glaube ich. Naja, er schützt manchmal sein Auge. Burning down the Cyclops. Er ist explodiert. So, Vorsicht. Oh, voll der gute Supporter hier. Ich habe immer Support super gerne gespielt. Ich sehe nicht, ob ich ihn erwische. So, hier sagen sie dir, wenn du mit RT rangehst an den Gegner, während sie taumeln, dann kannst du die so schubsen. Weil er taumelt jetzt hier gerade und wenn jetzt alle da rangehen und schubsen. Hat so schon gereicht. Es! Wurzeln! Oh, sind wir im Grummelmodus, Aaron? Das tut mir leid. Grummeln wir? Ja, ich hoffe, wir werden nicht zu undeutlich. Grummel, grummel, grummel. Guck mal, der Pfeil im Kopf. Unangenehm. Das habe ich sehr gut gemacht. Sehr gut. Wieder mal ein Krück abgeliefert. Als wäre wirklich auch eine Schwerkraft bei ihm eine andere. Oder sehr starker Wind. Ja, ja. Er gleicht nur aus, weil er auf einer Schrägen steht. Ja, ja. Was hat er mir gegeben? Ach so, alleine dann zu gehen. Ja, weil er ist jetzt überzeugt davon, dass du der Arisen bist und nicht mehr unter Beobachtung stehst. Ja, hör doch mal auf mit deinem Wagen. Wir sollen jetzt... das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Ist der Wind uns am Pushen? Ja, genau. Der Wind ist so hart uns am Pushen. Der Wind ist pushing, Krück. Le Krück! Oh, no! Ich bin gestolpert. Das war aber auch rutschig. Das habt ihr auch gesehen, oder? Meine Güte, war das rutschig. Wartet, ich kann das. Vor allem dann auch. Die Explosion ist eine gute Kombination. So, probieren wir es mal auf die klassische Art und Weise. Oh. Wir sollten uns hier hinstellen. Zu mir, ich hab eine Idee. Krück, ist das so eine gute Idee? Der Krück hat immer gute Ideen. So. Der Weg ist frei. Das ist ja ekelhaft. Das ist ja ekelhaft. So. Hier staune ich aber ehrlich gesagt, dass sie nicht konsequent sind und sagen, du wirst jetzt davon mitgerissen und kriegst irgendwie ganz viel Damage und sowas. In der Tat. Aber es sah gut aus. Aber den Dicken hat es mitgezogen. Ja, so den Dings gewachsenen. Hattest du den schon gelootet? Nee, ne? Nee, er leuchtet noch. Großer Knochen, grober Knochen, kaputter Knochen. Ich finde aber super, dass die wirklich Gegenstände in der Umgebung jetzt sind. Also du kannst auf den raufspringen. Das ist ein Zyklop-Steak. Ich wollte nur gucken, ob er tot ist. Ja, das ist gut. Macht ein Foto jetzt! Es gibt einen Fotomodus. Das ist ein super Albumcover. Einen ziemlich schlechten Fotomodus, ja, muss ich aber dazu sagen, der ist sehr unflexibel. Boah, den müssen wir doch bestimmt. So, also jetzt hast du quasi die Wahl, skippst du den Weg zur Hauptstadt? Ah. Oder willst du selber gehen? Ist das noch weit? Also wenn du selber gehst, dann wird es wirklich eine ganze Weile dauern bis in die Hauptstadt. Aber dafür kannst du halt den Stuff dahin erkunden. Oder wenn du halt skippst, dann bist du direkt dort. Aber du kannst ja trotzdem noch zurückgehen. Ja. Also ist es jetzt nicht so, dass dir... Die Hauptstadt gerne mal angucken noch. Das können wir gerne machen. Also Krug sitzt vorne, Shotgun. Du musst dich da hinsetzen, wo...
Ich bin drin. Los geht's. Genau da. Ah, ja. Ja, so ist gut. Mein eigener Tourbus. So, und das würde jetzt, also das tatsächlich langsamer als selber zu laufen. Aber man muss einnicken. Ja, genau, wenn man einnickt, dann skippt man. Dann geht vieles im Leben schneller. Oder? Wir werden überfallen. Man wird überfallen. Holy shit. Oh, jetzt wird Nacht. Warum ist das so dunkel? Weil Nacht ist. Wie mache ich Licht an? Mach mal A weiter. So, jetzt kannst du wieder aufstehen. Kann ich einnicken? Nee, jetzt es fährt ja jetzt nicht weiter. Laterne an. Weil Nacht ist dunkel. Also richtig dunkel. Das liebe ich. Ja, das genau, ist ein bisschen das noch spät jetzt. Oh! Weil es ist auch so, genau, wenn du Äpfel aufsammelst, die verderben halt im Inventar, ja, je länger du sie bei dir hast. Und das ist generell mit allem Nahrungssachen, die verderblich sind, so. Und manche davon werden aber auch potenter, wenn du sie ein bisschen reifen lässt. Also Menschen. Dass sie dann auch mehr wirken. Die Framerate ist aber nicht so ganz begeistert von meinem... Das geht alles noch. Alles noch super flüssig. Was das? Haben wir es? Kannst du auch abbrechen. Oh! Oder nicht? Entschuldigung. Möglicherweise habe ich den Knopf falsch gedrückt. Ja, also zum Glück gibt es ja keinen Friendly Fire in dem Sinne. Dann wäre das, glaube ich, unspielbar. Vorbei, ja. Ja. In die Oxcar. Wo ist mein Oxcar? Ja, das ist immer eine Big Rockstar in Driving in our Oxcar. Am nächsten Morgen. Oha. Kann ich die Felder anzünden? Du stellst sofort die richtigen Fragen. Naja, also... Das finde ich gut. Und verhungern die dann? Kann ich das Kind wegschmeißen? Kann ich die Felder anzünden? Ich konnte zumindest dir diese Frage... Hast du schon mal ein Kind weggeschmissen? Ich hatte noch kein Kind weggeschmissen, nein. Der Bedarf war nicht da. Videojournalismus ist am Ende, ey. Das sind doch die Fragen. Das muss man doch alles klären. Das ist das Erste. Ah, da ist er ja! Dingsbums! Noch näher. Näher. Enhance. Far Cry Mats playing Far Cry Dogma, ja. Mats möchte einfach diese Brände haben. Hm. Ihr gebt mir Chaosmittel, ich lege Chaos. Ja. Das geht in dem Spiel sehr gut. Das Geste ist wirklich das Allerbeste. Das ist Legolas! Nee, doch nicht. Aber ich würde das gerne online spielen, aber es geht nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Das wird ja sicherlich fixbar sein. Das war jetzt mal auf die Schnelle spielen. Er weiß überhaupt nicht, wo er ist. Guck dir den Krück an. Ja. Er hat keine Ahnung, was los ist. Oh, hier in der Großstadt. Versteht deren Sprache gar nicht. Blablabla, irgendwas mit Effekt. Ich habe einen Drachen gesehen. Ich kann Kinder weiterschmeißen. Okay, blablabla. Das ist halt seine Fähigkeit, aber auch sein Laster. Er sieht alles als Wurfgegenstand. Ja, und weißt er wirft auch alles. Ja, finde ich gut. So, also du wirst jetzt, weil du ja verdächtigt wirst, ein falscher Betrüger zu sein, weil du ja dich als richtiger Arisen Betrüger ausgibst, wirst du jetzt hier hinterfragt. What? Und stellt sich raus, er ist ein Kumpel. Queen Regent had learned of your existence. I fear your life would have been in peril. I had no choice. Sehr gutes Verhör. Lest my actions draw suspicion from watchful eyes. Okay, er weiß Bescheid. Yep. Genug mit dieser Farce. Your anger is well justified, and I shan't deny you it. However, I am obliged to make you aware of your situation. Okay. Your rival would have robbed the Queen Regent Deesa of everything. During the time of the previous consul, she acted as a queen in her own right, ruling the palace. Hast du The Last Duel gesehen? Matt Damon. And just after the consul's passing, when 'twas almost certain that her son would take his father's place. Adam Driver, ja, der ist schon. Also Ridley Scott halt. Ridley Scott kann ja halt so. Muss jetzt nicht so viel heißen. Na, in dem Fall schon. Also in dem so Fall schon, Kram, das war schon sehr... Also Schauwerte großartig, Story ist halt so ein bisschen... Egal. Fast. Aber ich habe Matt Damon fast nicht erkannt, weil er so einen ganz ja. Bart trägt und vernarbt ist und so. Auch unangenehm ein bisschen. Obacht.
Entschuldigung, wir haben nicht zugehört. Obacht. Ja, das ist halt auch, also, ich muss zugeben, dieser Part, dieser Teil der Story würde besser funktionieren, wenn es Charaktere gäbe, die mehr sind als nur so Abziehbildchen. Da hat jemand gelauscht, das gesehen. weil es ist halt, ne, dieses, okay, da ist jetzt eine Königin, die das ausnutzt, einen falschen Regenten platziert hat, der so tut, als wäre er Arisen und so ein Kram. Das ist ja eigentlich so Standard- Fantasy-Polit-Drama. Wir haben Game of Thrones gesehen. Und da machen sie dann zwar questtechnisch auch noch ein bisschen was, wo ich zumindest die Ansätze cool finde, aber erzählerisch ist es jetzt nie auf einem Level, wo ich denke, okay, wie er wirklich was umgibt. da bin ich jetzt so krass dabei. Ja. Was ich halt mag, ist, dass auch da das Systemische dann manchmal kommt, weil du kannst ja Items irgendwann auch fälschen. Oh! Und kannst dann Leuten falsche Sachen unterjubeln und so ein Kram. Da bin ich. Okay. Ja, das ist einfach nochmal ein Story-Stuff. Okay. Ding, 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 ding. So, jetzt bin ich König. Jetzt bist du König? Nee. Pray, forgive me, I'm in a bit of a hurry. Kann ich dich Junge, zeig mir, wo hier die besten Cliffs sind. Junge, du siehst leicht aus und aerodynamisch. Du siehst wuchtbar aus. Bube, komm her. So, zeige mir die nächste Klippe. Ich bin dein König. Das steht halt wirklich so. Ich hab keine Ahnung. Aber ich finde das super, weil dadurch, dass du jetzt so jemand bist, der die ganze Zeit wirft, hast du quasi direkt die Lore dafür, warum er so da steht. Warum er auch nicht mehr König ist. Ja, den nicht, der schmeißt alles weg. Was habe ich jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was hast du denn ausgewählt? Die Wahrheit, ich habe nicht zugehört. Also hast du ihm jetzt gesagt, wo er ist? Ja. Ich habe die Frage gar nicht gehört. Ich habe die ganze Zeit über nachgedacht. Es ging einfach nur darum, ob du jetzt den Jungen verrätst oder nicht, aber ich glaube, du hast ihn verraten. Ja, zu Recht. Naja. Hi! Du bist gar kein Junge, oder? Nee. Ab geht's! Sie will mitfahren. So, warte mal, den kriegen wir voll. Ach, der steigt schon von alleine ein. Ja. Wie viel gehen da rein, Tom? Mehr als 21? Dann ist es. Was ist denn hier links los? Entschuldigung? Huch. Oh. Oh. Bleib doch da drin, das kostet doch nichts. Doch, es kostet schon was. Ja, aber nicht, wenn du. Nicht, wenn du reingeschmissen wirst. Nee, ich wollte gerade sagen. Oh. Ja, ich sag ganz richtig. Konsequenzlos. Oh! Ist das jetzt okay? Auch nicht. Entschuldigung, das habe ich nicht. Es war wirklich. Ich hab nur Gutes im Sinn gehabt. Apropos Gutes. Ab ins Bauernviertel. Verlust und Wiederbelebung. Oh, ist einer deiner. Ja, okay. ja, es ist ja. Aber jetzt interessiert mich. Wir werden es nicht mehr herausfinden, glaube ich. Da habe ich wirklich kurz vergessen, dass die Leute das vielleicht nicht gut finden. Ja. Ich meine, weil bisher hat das Spiel ja auch nicht viel entgegengesetzt. Weißt du? Ja. Hat nicht gesagt, mach das mal nicht. Das ist ein Kind. Das möchte nicht das von der Klippe geschmissen werden. Ich meine, man hätte es sich denken können, aber. Ja, aber es ist ja vielleicht auch so eine Spielmechanik. Am Wahrheit sind das als verzauberte Vögel und der schmiss über die Klippe, erweckt den Instinkt. Verzauberte Vögel. Ja, nein, Netzwerk, was auch immer da los ist. So, eine Krücke ist weg in der Game. Es ist nichts passiert. Es ist nichts verkehrt. Du kannst übrigens auch auf, wenn du zum Beispiel mal springst und greifst bei dem Ochsen. Oh! Du kannst halt da hochklettern an Kreaturen. Okay, fahrt los. Auf geht's. Fahrt so schnell wie der Wind. Ich mache einen Heckspoiler einfach. Pass auf, ich bin der Heckspoiler vom... Okay, fahren die? Was war das denn? Was ist da denn? Ein Drache? Oh ja. Das ist Greifi. Nee, das ist ein Greif, ja. Der ist doch friendly, oder? Der hat uns doch vorhin auch geholfen. Ja, richtiger Luxus. Damn, dass er einfach hier vorne ist. Das ist ein Greif. Was macht der denn da? Ist das ein Greif für uns? Der kämpft, der hat einen Lebensbalken. Das ist das ein Greif für uns? Das kannst du ja ausprobieren, Mats.
Pass auf, wir machen es wie folgt. Hat übrigens 4 Lebenspunkte. Das sind die Bubbles, die da links unten sind. Ich zünde jetzt das Feld an. Da freuen sich die Bauern. Boah. Das bringt er nicht. Der kämpft gegen Büffel. Ja, der holt sich Büffel als Essen. Muss warten, bis der Kreis kommt, der Zielkreis. Aber haut er ab. Ja, da weiß Bescheid. Oh, ich komme da drauf. Ja, Angriff, meine Freunde, jetzt. Wer hat Schaden gemacht? Du kannst auch auf den raufspringen und dich festhalten. Erstmal, wieso mache ich denn überhaupt gar keinen Schaden? Weil du Level 3 bist oder so. Ich bin Level 6. Level 6. Oh! Wir sollten abhauen, Büffel. Nickelback, du kannst ihn heilen. Okay, du kannst ihn wiederbeleben. Du musst einfach nur hingehen und B gedrückt halten. Ja, besser ist, hau mal ab. Oh, der ab, ich hoffe, er hat ab. Da war er ab. Da ist, jetzt habt ihr mir gebracht. Ja, ja, die bringen die auch zu dir. Alles gut. Nickelback. This is how I reminded you alive. Warte, ich heile uns alle, auch den Büffel. Die fehlt auch so viel maximal, der genau über dir ist. Geh da mal weg, lauf mal weg. Weil der muss dich, glaube ich, nur einmal erwischen. Denk dann, du kannst auch Heiltränke nehmen, wenn der dich trifft und du auf den Boden gehst und... Boah, da immer zwei mit einem Mal. Ich glaube, das wird nichts, Tom. Es könnte zumindest schwierig werden, Mats. Also ich steig einfach hier ein. Hey! Nein! Das ist, glaube ich, schlecht im Kampf, ne? Ja, ja, also daran wird es jetzt nicht scheitern. Aber deine anderen Vasallen hier sind tot, ne? Also. Naja. So wie wenn zwei deiner Leute tot sind. Naja, aber die kommen doch wieder, oder nicht? Oder wie? Ich verstehe das alles. Ja, nicht. Also dein Hauptvasall ist jetzt halt weg, ne? Deswegen, den kriegst du nur wieder, wenn du an einem Riftkristall bist und dein Kart wird überfallen. Von Wölfen. Es fährt auch nicht weiter, bis die Wölfe tot sind. Ich habe bezahlt, Tom. Jetzt steig ich doch nicht aus und mach die Arbeit. Der sitzt da drin so, ach man. Das ist wirklich... Oh, Nicht der Ochse. Ich hoffe, der ist feuerresistent. Können wir weiter jetzt? Die jetzt über die Kobolde rüberrollen. Es scheint noch gegen in der Nähe zu sein. Also. Ich kann aber nichts mehr machen. Naja, es geht in diese festen Kameraperspektiven, wenn du drin sitzt. Aber ich frage mich, warum jetzt geht's, okay. Weil wenn dein Hauptvasall tot ist und du ihn nicht wiederbelebst, kannst du währenddessen auch keine anderen mehr rekrutieren. Okay. Also du brauchst den wirklich. Cool, jetzt sind wir wieder hier. Aber ich habe überlebt. Du hast überlebt, ja. Der Krök überlebt immer. Du hast einen Vasallen verloren und einer... Verloren ist richtig, verloren. Ich habe ihn nicht im Stich gelassen. Ich habe alles getan. Also Joe war das, glaube ich. Joe ist jetzt wirklich weg. Wer war Joe? Okay. Never mind. So. Aber da war ja sicherlich irgendwo ein Riftkristall in der Nähe. Du könntest jetzt auch das Ox-Card einfach wieder zurücknehmen, ne? Und wenn, also liegen die da jetzt noch rum eigentlich, dann? Nee, ich glaube nicht. Jetzt ist ja so viel Zeit vergangen. Ist Zeit vergangen? Ach so, ja stimmt, meine Äpfel, die ich dabei habe. Ich glaube, das geht nicht sofort. Du musst einmal an die Glocke, die hier ist. Hier ist so eine Glocke rechts von dir. Hinter dir. Da, im Kart? Nee. Außerhalb des Karts. Steht hier an so einem Dings dran. Ach, da. Weil dann skippt es direkt zum nächsten Zeitpunkt, wo die losfahren würden. Weil die fahren jetzt nicht sofort wieder los, weißt du? Ein richtiges Partygefühl, wie war Joe? guck mal, die haben das Dach abgenommen. Ja, nice. Nee, das ist, glaube ich, ein anderes Kart. Ja, macht nichts. Auf geht's.
Ja. Gar kein Problem, ich hab's noch. Ich hab nicht mehr so viel Ausgaben. Oh no. Ja. Naja, der ist halt gerade nicht da. So, jetzt kannst du schon wieder einigen. Die meiste Zeit hat Krök geschlafen. Der Krök. Oh nein. Ja, wird schon recht aufgelaufen. Oh, sogar von Saurians. Es ist auch nicht garantiert, dass die NPCs die platt kriegen, ne? Also das Ox-Card kann auch zerstört werden. Und dann ist aber schlecht. Kriegt er mein Geld wieder? Nee. Krieg ich dann mein Geld wieder? Meine zwei... Nimm einen Heiltrank. Schnell. Wo, LB wie? Und hoch. LB und hoch. Ah, okay, zu spät. Man kann halt kurz vorm Tod noch Heiltränke nehmen, in den meisten Fällen. Also das ist natürlich unangenehm, ne? Verliert man auch die Items, die die Pawns im Inventar hatten? Das ist eine gute Frage. Ja, stimmt. Wenn das so ist, hätte ich mich natürlich ganz anders entschieden, Tom. Hätte ich das gewusst. Ich habe auch vergessen. Ich glaube schon, weil ich bin der Meinung, ich habe schon mal Items verloren, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Muss ja, weil ich hatte ja die Verlustleiste. Das ist das Maximalleben. Na guck, jetzt haben wir ein Dach. Einlegen. Weil ich hatte ja so ein Camp gefunden, das hatte ich Dings gegeben. Nickelback, glaube ich. Guck mal, jetzt. Achso, jetzt komme ich hier erst an. Naja, wir waren noch auf dem. Ich will noch einmal mir ganz kurz die Hauptstadt angucken und ich glaube, dann habe ich es auch durchgespielt. Gehen die in die Truhe, ja, das wäre natürlich besser. Ich weiß es jetzt aber wirklich nicht 100%, da kann ich mich nicht drauf festlegen. Falls das einer weiß, gerne schreiben. Oh, man kann auch auf Leute springen. Ja. Lass den mal los. Das wusste ich gar nicht, dass man Leute anspringen kann. Musst du sogar an manchen Stellen, um die irgendwie festzupinnen. So. Für Quests. Ab geht er, der Peter. Ja. Aber die Quests sind meistens eher so eine... sind so sehr grobe Ziele, die dich dann irgendwo hinführen. Und da ist dann immer eher die Reise das Ziel. Weil zum Beispiel... Cool. In der Stadt. Ich habe gar nichts mehr, weil ich gestorben bin, ne? Du hattest. Oh ja, gute Frage. Du hast gar nichts mehr. Komm, nee, du bist in der Ausrüstung. Du bist nicht in Items. Okay, stimmt. Ja, ich wollte gerade sagen. Fauliger Apfel. Was ist, wenn ich den jetzt esse? Mich vergiftet. Das ist doch nicht so schön. Ah, okay. Vergiftet. Sehe ich jetzt schlechter aus? Ja, also guck mal, ich glaube. Was ist, wenn ich den jetzt esse, den verfaulten Apfel? Och, nö. Passiert ja aber wirklich auch. Könntest du doch einfach kämpfen. Ja, aber die bringen mich doch um. Ja, also so bringen sie dich jetzt richtig um. Ich wollte aufstehen. Ich habe keinen Schaden genommen. Du kannst immer noch heilen. Wenn du dir nicht so viel Zeit lassen würdest. Ich hab gerade gewollt, ich erstmal also meckern. Also Mats, es ist ja. Halt gerade eine schwierige Situation, ja. Weil du müsstest dir erstmal am besten deine Pawns wiederholen, ja, das stimmt, und vielleicht einmal rasten, damit auch dein Maximalleben. Weil jedes Mal, wenn du neu lädst, wird's weniger. Ja, das ist wie im richtigen Leben. Und da kommst du gerade nur in eine Situation, wo es immer schwerer wird. Aber dann ist das ja also nicht zufällig, dass ich da angegriffen werde. Scheinbar nicht. Weil also es scheint wirklich... Zweimal derselbe Quatsch. Rein programmiert zu sein. Auch okay. Mit den Saurians wieder, also. Welchen jetzt? Na, du warst ja erst auf der halben Strecke. Das ist ja die Strecke nach Melf, wo du einmal unterbrochen wurdest. Gebrochen, ja. Genau. Hä? Du bist doch von der Hauptstadt. Ach so, aber dahin. Eben war doch der. Guck mal, jetzt ist es ja ein anderer Speicherpunkt. Mhm. Naja, aber jetzt bin ich doch schon auf dem Rückweg. Eben bin ich doch gerade hier angekommen. Stimmt, ist das der Rückweg? Ja, setz dich mal rein. Ah, du könntest recht haben. Sieht aus wie der Rückweg. Ist jetzt mal ein Trockenobst. Bringt nichts, ne? Nee. Nee, dein Maximalleben ist einfach so niedrig. Aha. Drück mal.
José, wer bist du? Bist du ein neuer Versailles? Kannst du mal mit dem Piloten reden, dem Fahrer? Halt! Nee, ist bound for Melf, also der fährt schon nach Melf. Hä, aber wieso? Dann fährt er jetzt gerade in diese Richtung? Ja. Dann bin ich ja schon halb da. Ich wollte gerade sagen. Also im Sinne von, kann ja halb zurückrennen. Du kannst auch zurückrennen, das dauert dann aber eine Weile. Und du hast keine Pawns und nur die Hälfte des Lebens. Hä, aber wieso ist denn der Speicherstand jetzt zurückgesetzt worden? Ich bin noch eben zweimal gestorben und bin direkt an der Stadt, an dem Dorf. Nein. Als du gerade einmal geladen hast, waren wir auch auf der Hälfte. Dann hast du dich einfach nur sofort hingesetzt, hast auf Skippen gedrückt und dann waren wir in Melf. Aber dann ist doch der Speicherpunkt jetzt ein anderer als davor. Nee, ist er nicht, Mats. Ist er wirklich nicht. Okay. Das war vorher auch so. Du hast dich dann sofort hingesetzt, bist da hingeskippt, bist dann hier zur Glocke gerannt. Ach so, ich dachte, ich bin hier aufgewacht. Okay. Nee. Sorry, ich habe uns gerade versehentlich gemutet. Oh, Angel hat mich angeschrien, das habt ihr nicht gehört. Nee, mir ist hier einmal das Ding hier runtergerutscht. So, aber jetzt gehe ich hier ins Lager, pennern mal und dann... Also hier gibt es sowohl einen Riftstone, da solltest du mal ran. Siehste, hier habe ich das Kind und Ulrike von der Klippe geschmissen. Genau. Daran erinnere ich mich. Inhaltlich habe ich keine Ahnung, was hier passiert ist. Hier at the inn, we also get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. We must rest, though the sun is still up. We must rest. Speedrun an, ja. Ja, es ist halt eine etwas ungünstige Situation, in die du hier reingeraten bist. Ja, auch ohne dass ich was dafür kann, Tom. Das musst du auch noch dazu sagen. So, guck mal, jetzt habe ich meine Energie. So, wo kriege ich jetzt... Du bist jetzt unten raus, du kannst da einmal... Warum sieht das... Tom, das ist ein anderer Speicherstand jetzt. Die kannst du einfach in einem anderen Gasthaus... ist hier meine Truhe eigentlich? Ist das meine Truhe? Nee, ist irgendeine Truhe. Nee, du kannst dein Lager, kannst du beim NPC wechseln. Eine Truhe hast du nur in deinem eigenen Zuhause, aber es gibt auch Housing. Guck mal, wer da ist. Ja, die Kleine. Der geht's gut. So, und berühr mal den Stein hier links. Links ist ein Riftstone, da. Einfach anfassen. Einmal. Und dann kommt jetzt Nickelback zurück. Da! Ja. Den Greif anzugreifen. Ich bitte dich. Was für eine Wahnsinnsidee. So, und wenn dir jetzt noch einer begegnet... könntest du noch einen mitnehmen? Was ist denn mit dem Kind? Was soll mit dem Kind sein? Kann ich das mitnehmen? Du kannst es theoretisch, wenn du wolltest, könntest du das Kind bis zur Stadt schulden. Als Versall? Ach so, nee. Ich dachte, nicht als Versall. Das sind dann wirklich nur die dich auch anquatschen. The Nickel is back. Hello, I'm Nickelback. Okay, hier geht's aber auch nicht raus. Doch. Da geht's sogar aus, ja, okay. War schon richtig. Und das heißt, jetzt suche ich mir noch jemanden. Ach so. Das ist natürlich unangenehm verbrannt hier. Die man rekrutieren kann, sind meistens die wirklich hier unterwegs sind und einfach nur von A nach B gehen. Und die sehen auch meistens aus wie ihre Klasse. Oh, also heute ist ein harter Tag in den Ruinen. Irgendwie sind die Steine heute besonders auseinandergefallen. Mal der hier. Tut so, als würde er arbeiten. Sah aus, als ob er einen Nagel in die Wand hämmert. Ja. Aber jetzt ist es unangenehm. Jetzt. Ja, da würde ich auch gehen. Ich kontrolliert werde, macht das auch keinen Spaß. Ja, das ist wirklich alles kaputt. Ja, wenn du hier ein bisschen... Also ich glaube, du kannst wieder zurück. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich werde einfach wieder überfallen. Das kann sein, aber jetzt hast du zumindest einen NPC mehr. Ja, aber das bringt ja nichts, wenn da diese Dings da kommen. Doch, du hast ja nicht einmal gegen die gekämpft. Das stimmt. Kann ich auch verkaufen? Warte mal, ich habe nämlich faulige Äpfel. Die hättest du aber auch noch kombinieren können zu anderen Sachen. Zu fauligen Obstmischung. Man kann die immer noch teilweise benutzen. Dass ich auf Abbrechen drücken muss, aber nicht auf B für Abbrechen. Ich kann die einfach... Ach, ich komme immer jetzt an, so, warte mal. Bei Gegenstände. Gegenstände und dann kann ich hier hingehen und dann kann ich
Ach nee, kann sie gar nicht kommen. Ja, nee, aber kann ich sie, achso, wegwerfen? Aber ich kann sie nicht in die Hand nehmen und werfen. Nee, das nicht. So, okay. Ach nee, ich kann den bestimmt einfach rein. Ich glaube, mit dem hier müsstest du schon fahren können. Einfach so. Hinsetzen, einfach hinsetzen. Ja, ja, es ist manchmal. Dann fragt er hier wieder, wie viel Geld ich hier schon investiert habe. Ja, zum Glück ist das sehr günstig. Setze ich mal wieder hin. So. Nicken. Mal sehen, ob du jetzt wieder überfallen bist, weil jetzt hast du ja einmal gerastet dazwischen. Ja. Muss der eigentlich wieder durchgewürfelt worden sein. In der Tat. No, never mind. Jupp. Wie hier wirklich runterdroppen. So, mach die jetzt mal tot, Mats. Okay, Feuer scheint sie nicht so sehr zu stören. Okay, dann habe ich noch Blitz. Wenn das nicht funktioniert, wird es schwierig. Scheint besser zu sein, Mats. Okay. Der Wagen! Das ist mal ganz gut, dass er auf dem Weg fährt. Ah, er kommt! Oh, deine Ausdauer. Was macht denn Nickelback da hinten? Was macht Nickelback da hinten? Wurde sie vom Wagen überfahren? Ich glaube, so ein bisschen. Oh, fast tot. Ja, links geht auch einfach jetzt. Okay. Nice. Das Blut? Ist zu viel für mich. Ich kann das gar nicht. Ach, da vorne ist noch einer. Oh, du kannst Nickelback mal heilen. Das sind so komische Sätze, die du mich hier sprechen lässt. Ja, ich bin nur deswegen da. Nickelback mal heilen. Nickelback heilt uns. Du machst das aber gut da. Also. Ja. Oh, der hat dich gespuckt. Das passiert bei Nickelback häufiger. Ich hoffe nicht. Oh! Nickelback, heil dich! So, das ist weg. Oh, da. Bam, 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 bam. Ja, also er hält aber, also kannst du sagen, was du willst, aber der hält aus, ey. Ja, also. Ah, Nickelback. Blitze machen mehr Schaden, aber jetzt auch nicht mega viel Schaden. So, vorher war ja Quatsch, ne? Ja, kannst du auch immer wieder abbrechen, ne? Alle auf ihn drauf! Und jetzt noch ein Blitz. Oh ja, der ist weg. Oh nein, Mats! Die Kutsche! Das ist doch keine Kutsche! Warte! Ja, ja, jetzt musst du laufen. Oder so. Smart. Ja, aber... Oh no! Kostet auch Ausdauer, oh, sich daran festzuhalten. Oh no! Au! Oh, ich dachte, sie nimmt dich jetzt mit. Ah. Wo rennst du jetzt hin? Weg! This went well. Was bin ich? Ich sagte nur, this went well. This went excellent. Oh, Nickelback ist kaputt. Ich brauche Hilfe. Warum kommt keiner? Du hast außerhalb von Nickelback ja nur die eine. Ja, aber die waren doch gerade eben noch alle zusammen als Band, als Wagon Band unterwegs. Ja, aber die folgen dir ja nicht. Das sind ja nicht deine Leute. Ah, Guy Five, ne? Ja, cute. So, ist das die richtige Richtung? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wo ich hin will. Ich will nach Hause. Falsche Taste. Ja, ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Schön, wie du jetzt auf der Hälfte des Weges bist. Ich glaube, wir sind immer an denselben. Und es wird dunkel. Ja und? Ist das schlecht? Was ist das? Hä? Oh, ein Minotaurus. Oh! Und Nickelback ist tot. Was kann Nickelback eigentlich? Ja, der wurde halt direkt von Minotaurus gerammt. Praktisch. Oh, Gott sei Dank. Mach mal Licht an vielleicht, deine... Hör mal hier Licht an! Ich würde nicht genau vor ihm stehen. Warum? Oh,
Warum hat denn der so viel Leben auch? Oh, warum stehst du so nah dran auch? Damit ich Schaden mache. Komm, ich will doch nur in die Stadt. Da fliegt ein Nickel weg. oh nein. Oh nein. So, das reicht jetzt. Deine Ausdauer. Oh, meine Ausdauer. Die kannst du auch heilen mit LB und nach unten. Wo ist er denn? Oh, er wird sich schon bemerkbar machen. Er muss mir gerade aufgegeben. Ich dachte, die kriege ich eh nicht. Nickelback, Nickelback. Never met it as a wise man. Oh. Warum, Tom? Ich wollte nur in die Stadt. Nun feuer doch! Batsch. Bams, bams. Jetzt kannst du dich noch heilen, kannst du dich noch heilen. LB und nach oben. Ja. Ups. LB und nach oben, LB und nach oben. Ah, zu spät. Tom, ich glaube, das ist Schicksal. Die wollen nicht, dass wir nochmal in die Stadt gehen. That's it. Na gut, wollen wir an der Stelle... Ich glaube, die Geschichte von Krück hat hier ein abruptes Ende vom Auserwählten gefunden. Schade. Ja, wir kommen auch nicht hin. Das ist doch einfach unmöglich. Also die ganze Situation mit dem Greifen. Jetzt kommen wir nicht so, Tom. Das liegt in der Vergangenheit. Sehr aus dem Ruder gelaufen. Der Ursprungsgedanke war ja, dass ja mein Greif mal abgeschossen wurde. Und der war friendly. Das, da war ich mir schon sehr sicher, dass dieser Greif, der gerade die Ochsen gefressen hat, auch friendly ist. Als er dann Lebensbalken hatte, dachte ich, naja gut, kann ja mal gucken. Aber er hat ja nicht mal Schaden gefressen. Nee, Greifen sind auch für so einen Anfangscharakter ein bisschen heavy. Selbst der Minotaurus ist schon ordentlich für deinen, für den Anfang, weißt du? Ja, das lag jetzt, das, da weiß ich auch nicht, was da passiert aber ist. Aber den, wenn du eine volle Party gehabt hättest, dann wäre der, glaube ich, machbar gewesen. Der, sagst du? Obwohl, ja gut. Du hast ja Damage gemacht. Ja, das stimmt, ich habe schon Damage gemacht. Das Problem ist halt einfach, dass deine, du hast ja noch keine Ausrüstung dir geholt, du hast ja mit deinem Vasallen noch kaum gelevelt. In der Tat. Das heißt, die ist ja super schnell gestorben, ne? In der Tat. Die hat ja nur eine RAM-Attacke ausgehalten. Und wenn du das jetzt machen würdest, den mal neues Equip kaufst, weil du hattest tatsächlich schon ordentlich Gold, und das musst du ja nicht nur in der Hauptstadt machen, das kannst du ja auch woanders machen, dann wäre das nicht das Problem gewesen. Das war jetzt wirklich ein schlechter Feedback-Loop, in dem wir waren aus, wir gehen in dieses Ox-Card, wir werden dabei unterbrochen und dann... Und das war auch ein bisschen unvermögen, das muss ich auch sagen. Eigentlich hätte man ja gar nicht fliehen müssen. Also man hätte die Stadt gar nicht verlassen müssen, theoretisch. Nee, das ist wirklich nicht. Aber ich wollte, erstens wollte ich auch mal gucken, ob man die Felder anzünden kann, was man nicht kann, was ich ein bisschen schade finde. Es ist ja aber auch die Phase, in der du ausprobierst. Also du willst ja wissen, okay, was geht in dem kann Spiel? Kann ich den Ochsen schmeißen? Kann ich den Ochsen schmeißen? Du kannst ja auf den Achsen, also ich mochte sehr, dass du sofort dachtest, ich gehe jetzt einfach und reite den. Wenn der den. Mal richtig weggerannt wäre, aber der war ja, ja sich auch wieder zu fein für alles. Das wäre cool. Ach, das war nach hinten raus, aber jetzt weiß man immer, was nicht geht. Genau. So. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Leute. Dobsy hat schon alle Links gepostet. Wenn ihr SupporterInnen seid bei Patreon oder Steady, denkt an die Umfrage. Würde uns sehr freuen, wenn ihr da mitmacht. Und besucht unbedingt Mats bei Mats mittendrin live. twitch.tv/matsmittendrinlive. Und es gibt auch den YouTube-Channel Mats mittendrin. Heißt der auch einfach, oder? Mats mittendrin minus live, glaube ich, weil Mats mittendrin hatte schon irgendjemand geblockt. Ja, aber wenn ihr nach Mats mittendrin sucht, dann kommt ihr im besten Fall direkt auf den YouTube-Channel. Fall, was ist denn da gerade der Plan? Erstmal ist Ostern. Und an Heiligen Ostern, aber was ansonsten der Plan ist, auf jeden Fall noch Randomizer. Ich habe noch so zwei, drei kleine Horrorspielchen. Also Randomizer heißt so, Link spielt, to the Past. Zelda A Link to the Past. Und da gibt es ja schon zwei. Ja, Streams zwei. Und ich habe in meinem zweiten Run meinen eigenen Rekord um eine halbe Stunde unterboten. Ja. Und hätte ich nicht Kacke gespielt, bestimmt noch ich mehr. Ich bin, wie gesagt, ich habe es ja im Chat geschrieben, ich bin der Meinung, du musst da Bedingungen dran koppeln, dass du halt was machen musst, wenn du verlierst, wenn du es nicht schaffst, wenn du dein Ziel nicht erreichst. Wie zum Beispiel mit dem Hammer auf den Fuß hauen. Nee, ich hatte zuerst, was hatte ich geschrieben? Irgendwie eine PowerPoint zu irgendeinem Thema. Ach so, ja. Das heißt ja, also ja. Sowas in die Richtung. Schon umsetzbare Sachen. Eine Fremdsprache lernen. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. S'il vous plaît. Und ansonsten, Xenoblade X bin ich immer noch dabei, mir ein Bild aufzubauen, aber das mache ich gerade offscreen, mit dem ich endlich mal Overdrive benutzen kann. Weil es doch ein bisschen schwerer ist. Das ist alles unfassbar, ja. Und sowas halt. Aber man hat ja nicht so viel Zeit, wie man gerne hätte, ne? Naja, aber du streamst schon relativ regelmäßig. Naja.
habe ich das Gefühl. Naja. Naja. Also die Streams könnt ihr auch nachholen, einerseits auf dem Twitch-Channel selbst, aber auch bei Mats mittendrin auf dem YouTube-Channel. Besucht ihn da mal. Frag mich nach Nickelback. Lasst ein Abo da, fragt. Das solltest du dir so einen Zettel auf die Stirn kriegen. Ja. Frag mich, oder so einen Button, frag mich nach Nickelback. Und dann tue ich aber immer so, ach Nickelback, ah, weiß ich nicht, wenn es dich wirklich interessiert, fragst du doch nur so. Okay, ich bin Eis jetzt ausgeben, ja. Dann auch im Urlaub für eine Woche. Am Dienstag erscheint der Podcast, da hat Robin dann Vertretung und das wird ganz wunderbar und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß damit. Euch noch frohe Ostern und ich glaube, das war's. Das war's. Ich kann euch auch sehr den letzten Podcast empfehlen, weil da habe ich mit Robin über Dragon's Dogma ausführlich geredet, über den zweiten Teil. Und wir waren beide insgesamt sehr begeistert, weil ich finde, das ist ein Spiel, das super, super anstrengend sein kann, aber dich so belohnt, weil es halt so viel Freiheit dir gibt mit der Welt und den Systemen und wie das alles wirklich ineinander greift. Da kann ich dann so Sachen wie Quest-Design oder auch die Tatsache, dass es halt auch mal richtig frustrierend werden kann, tatsächlich ganz gut verzeihen. Bisher zumindest, aber ich bin ja auch noch nicht annähernd durch. Ich bin gerade im Chat im Süden in diesem Gebiet angekommen, wo es dann nicht mehr dieses Grasland ist. Und bin da aber noch ganz frisch dabei. Also und freue mich da noch weiter zu erkunden. So, das soll es jetzt gewesen sein für heute. Euch noch ein wunderschönes Wochenende. Frohe Ostern und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Karate.